gesehen. Hallo, mein Name ist Sascha. Sie kennen mich bereits aus Veranstaltungen wie dem Landesparteitag 2012.2 in Frankenberg. Ich bin in meiner Freizeit ehrenamtlich tätiger Mensch für die Piratenpartei. Und wir treffen uns hier heute, um das Thema zu besprechen, Content Marketing. Also wie bringen wir unsere Inhalte unter das Volk? Sprich, wie vermitteln wir unsere Inhalte? Denn wir kriegen ja immer gesagt, ja, die Piratenpartei, das ist so ein inhaltsleerer Haufen. Das Einzige, was die können, sind sich die Köpfe einschlagen und von Sachen haben die ja gar keinen Plan. Ich meine, das ist letztlich natürlich auch ein bisschen bedingt durch das Auftreten diverser Piratenpolitiker in Talkshows. Und da wollte ich ein bisschen mit euch drüber diskutieren. Ich habe jetzt nichts vorbereitet, weil ich mir das heute Morgen so spontan ausgedacht habe. Ich habe auch eher gedacht, man nimmt Parlamente, weil Parlamente ja eigentlich was viel Interessanteres sind, als so Inhalte unter das Volk zu bringen. Aber das macht ja erstmal nichts. Ja, stellen wir uns also, was wir ja feststellen können, ist, dass in der Regel unsere Inhalte und auch unsere Pressemitteilungen nicht wirklich aufgegriffen werden. Bestes Beispiel war Killerschacht diese Woche, ja. Da sind wir mal in so einem Beisatz bei dem Herrn Spitzer aufgetaucht, ja, wo es dann hieß, ja, die Piraten haben es da so eine lauwarme Aktion geliefert, ja. Was wir genau da gemacht haben, war anscheinend total uninteressant. Unsere Kritik an dem Herrn Spitzer war anscheinend total uninteressant. Das ist natürlich nicht unbedingt positiv für uns. Und wie gesagt, vieles wird natürlich auch fremdbestimmt durch die Streitereien, die sich innerhalb unserer Partei abspielen. Und da ist, wie gesagt, der Punkt, wie vermitteln wir es anders? Liegt es vielleicht an unserer Art der Medien, also wie wir es verbreiten? Liegt es vielleicht an den Inhalten, selbst wie wir sie aufarbeiten? Oder was haben wir für Alternativlösungen? Müssen wir überhaupt eine breite Öffentlichkeit in Form bzw. durch die Medien nutzen? Oder gibt es vielleicht andere Wege, unsere Inhalte an die Leute zu bringen und sie zu vermitteln? Ja? Und ja, da würde ich die Runde einfach mal eröffnen, weil ich ja weniger reden wollte, sondern einfach auch mal erstmal Eindrücke von euch hören wollte, was ihr so zu dem Thema denkt. Denn es geht ja auch bald auf Wahlen zu. Wir wollen ja sowas wie eine Landtagsfraktion stellen, die dann da mal die Butze aufräumt. Und da ist es natürlich wichtig, den Leuten auch zu erklären, was wir denn da eigentlich wollen. Und genau deswegen, wie gesagt, jetzt mal Ideen zu sammeln, wie wir all das, was wir an guten, wirklich genialen Ideen in meinen Augen haben, unter die Menschen kriegen. Ich fange einfach mal an. Wollen wir einfach mal von links nach rechts durchgehen? Wer nichts sagen möchte, kann ja dann einfach weiterreichen. Wollen wir das so machen? Ja? Gut. Wenn er sich dann auch noch gesetzt hat, du bist ein leidendes Opfer. Ja, setz dich. Das wird heute nicht funktionieren, nicht bei mir. Bei mir ist Mitarbeiten angesagt. Das ist wie in der Schule. Und wenn du nicht in zwei Sekunden auf deinem Platz sitzt, schreibst du 100 Mal auf die Tafel Piratenpartei. So. Ich kann mit Kaffee Copy-Paste umgehen. Ich reiche da mal an den ersten Teilnehmer dieser doch hocherotischen Runde weiter. Wie transportieren wir Inhalte? Was meinst du, wie wir es praktisch umsetzen können? Hast du Ideen? Was findest du vielleicht falsch? Ja, wie wir es machen? Also das gesamte Themenspektrum, damit wir vielleicht auch einfach mal sammeln, was so die eigenen Eindrücke sind, in unserer eigenen großen, tollen Filterbubble. Oh, Gott sei Dank. Verlangsam, hast mehr von. Ja. Also der Hauptknackpunkt ist für mich die mediale Öffentlichkeit und was gerade rauskommt. Wird sehr viel bestimmt von dem, was auf Bundespolitik ist, den ganzen Shitstorm, den wir haben. Die Inhalte kommen nicht durch. Was ich mir wünschen würde, was ich auch hoffe, dass jetzt mit dem Bundesparteitag in Bochum wieder die Inhalte in den Vordergrund gerückt werden. Was ich zum Beispiel gut fand, war die Aktion jetzt mit dem Ponada, dass der nicht beim Raab aufgetreten ist. Halte ich für eine sehr gute Aktion, weil nämlich jetzt die Öffentlichkeit merkt, hoppla, es ist doch Zucht drin. Wie gesagt, man kann drüber denken, wie man will. Wie kann man die Inhalte was? Keine Zucht drin. Ja, nee, aber es wurde einfach mal eine Grenze gesetzt, sagte die Devise so, stopp hier, wir müssen mal wieder auf Inhalte kommen und können uns nicht immer die Selbstdarsteller nach vorne bringen. Das wird auch das Hauptproblem sein. Also die Themen an Mann zu bringen, boah, wie kriegt man es hin? Einmal durch gute Arbeit, dass man bei den politischen Konkurrenten, Mitbewerbern, ja, einen guten Eindruck macht. Das machen wir in vielen Parlamenten schon. Also ich weiß, dass die Wiesbadener gut dabei sind.
In Darmstadt sind sie auch dabei. Also das müssen wir machen und wie gesagt, Informationen raushauen. Halt auch über Printmedien, über Pressemitteilungen, über alles Mögliche. Aber dafür müssen wir erstmal Arbeit machen und dann auch sauber auf die Reihe bringen. Da sind wir mit den Kommunalpiraten ja dabei. Das spielt da mit rein. Das sind so meine ersten grob Gedanken. Klar. Es wird zum Beispiel auf Hessen eben viel gemacht, ja. Also einiges gemacht. Der Christian haut ja pro Woche mindestens mal so in der Regel, wenn es gut läuft, 3 bis 5 Pressemitteilungen raus oder zumindest Statements, ne, auf die Webseite. Da Optimierungspotenzial? Nee, wir könnten noch mehr machen. Wir könnten die Entscheidungen, die in einzelnen Parlamenten gelaufen sind, die wir angeregt haben, was weiß ich, wir haben einfach angeregt, Streaming irgendwo zu machen. Das wurde von einer anderen Partei aufgenommen. Die haben es durchgesetzt, eine Idee von uns einfach umgesetzt, weil wir nicht einfach nur die Anfrage gestellt haben. Das müssen wir noch mehr rausstellen und sagen so, Leute, das ist eine Anregung von uns. Das kommt eigentlich von uns. Darauf speziell eingehen. Ich finde die Idee erstmal gigantisch, dass die KVs als solches, was sie erreicht haben in den jeweiligen Parlamenten, das machen. Ich finde ja die Idee super. Das ist einfach eine Sache, das ist mit Inhalten auch mal ein bisschen aufgefüllt, was wir schon erreicht haben. Das finde ich ja gigantisch. Da ich ja mit Christian relativ eng in der letzten Zeit zusammenarbeite, warum wird da nicht einfach eine PM gesendet an ihn? Das und das haben wir erreicht. Oder was heißt ja, warum? Nicht das Warum, sondern macht es einfach, schickt den Christian oder der Katrin oder der PM oder der AG Presse oder wen auch immer, schickt eine PM, dass das und das erreicht worden ist. Dann ist er der Letzte, der irgendwie sowas rausschickt. Als Beispiel. Es geht nicht nur um die Mitteilung hessenweit, es geht auch um die regionale Darstellung. Natürlich, klar, ich schicke eine Pressemitteilung an die, oder das, was wir erreicht haben, an den Landesverband, schicke es aber gleichzeitig direkt an den Presseverteiler, den ich im Kreis habe, mit dem ich zusammenarbeite. Einfach um direkt zu zeigen, hier, das ist gelaufen. So, und dass wir das dann auf Landesebene noch darstellen. Ja, wunderbar, klare Sache. Aber das soll ja auch dazu dienen, gerade mit den Kommunalpiraten, mit dem e.V., dass wir dann eben auch zusammenarbeiten können und sagen, ach so, ihr habt den Antrag gestellt, ihr habt das schon erreicht, lass uns mal versuchen, das bei uns im KV auch umzusetzen. Das ist dann der, ne, ich brauche ja nicht mehr. Das ist ja dann der nächste Aspekt. Dass wir sagen, halt, in dem KV ist das schon gelaufen, die haben die Pressemitteilung schon rausgehauen. Lass mal gucken, ob wir das bei uns auch hinkriegen. Wollen wir es vielleicht so machen, dass jeder so, sagen wir mal, maximal 3 Minuten jetzt erstmal hat und wir dann in die Diskussion einsteigen? Ja, gut, das ist doch der Teil. Das wäre cool, weil dann kommen wir ein bisschen durch und jeder kann mal so seine Eindrücke erwähnen. Erstmal die Frage, warum muss ich überhaupt in das Mikro sprechen, weil es wird nicht dadurch lauter. Ist das für Aufzeichnung? Achso, oh. Ich bin im Fernsehen, okay. Ja, sonst würde ich jetzt sagen, hier, hallo Oma oder so. Nein. Also erstmal eine grundsätzliche Sache, wie bringen wir unsere Themen an die Öffentlichkeit? Den Namen und die Herkunft. Rainer Wolf, Herkunft Köln, mittlerweile wohnhaft in Hessen, 49 Jahre alt. Welcher alles ins Klassenbuch mitschreiben. Welcher KV? KV Hanau, also mein Kinzigkreis. KV heißt doch. Ich bin im Abk, bin ich noch nicht so drin, im Abkürzungssprech quasi. Also, das heißt offiziell noch wohnhaft in Baden-Württemberg, aber demnächst, also ich wohne im Grunde genommen schon hier. Köln ist aber nicht in Baden-Württemberg. Nee, aber da wohne ich auch schon nicht mehr, seit ich 19 bin. Aber du hast gefragt nach der Herkunft und natürlich bin ich Kölner, ach, du auch. Ja, uns beiden hört man das aber nicht an. Ja, erstmal grundsätzlich die Frage, sind wir überhaupt schon so weit, dass wir unsere Themen an die Öffentlichkeit dran kriegen wollen, wenn ich mal so provokant fragen darf? Kürzliches Erlebnis auf der Mailingliste Hessen. Mir war aufgefallen, dass die Grünen eine Spezialveranstaltung hatten zum Thema Netzpolitik und die hatten es geschafft, Lawrence Lessig zu kriegen dafür. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist einer der Erfinder der Creative Commons Lizenz, die allen Leuten
ein willkommener frischer Wind gegen die GEMA ist, im Grunde genommen. Und die GEMA hat schon vor 10 Jahren die Creative Commons Lizenzen für untauglich erklärt für ihr eigenes Lizenzmodell. Dann habe ich mal auf der Mailingliste gefragt, warum schaffen das die Grünen und warum schaffen wir sowas nicht, sozusagen die Koryphäe zu dem Thema dafür zu kriegen. Und ich habe zwar keinen Shitstorm geerntet, aber es gab mehrere, die dann gesagt hatten, ja, wir sind ja der Schwarm und wir sollten uns nicht so an Einzelpersonen aufhalten wie Lessig. Wichtig ist ja, dass über das Thema gesprochen wird. Und ich habe dann nochmal gefragt, okay, ich lasse mich gerne von euch überzeugen, dass das nicht wichtig ist, wer das Thema auf die Tapete bringt. Aber wir sollten vielleicht nicht so selbstlos sein, wie wir das bis jetzt immer waren, nur die Themen anzustoßen und andere verwerten es dann, in dem Fall die Grünen. Also es ist natürlich okay, wir sind noch nicht so lange dabei, dass so ein Coup einer anderen Partei gelingt, die schon länger im Geschäft ist, nämlich seit 30 Jahren, aber es ist nicht okay, wenn wir langfristig immer so, also wenn wir so altruistisch bleiben, dass wir sozusagen die Themen anstoßen und die anderen werden es aus. Denn dann ist mir völlig klar, ob wir in 5 bis 10 Jahren noch überhaupt ein Thema sind, weil das dann längst von anderen Parteien absorbiert wurde. Also von daher bleibt die Frage, wollen wir das überhaupt? Ich will das. Wollt ihr das? An der Öffentlichkeit. Die Frage können wir später noch erörtern. Ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben, Veranstaltung mit Experten, Fragezeichen, ja? Ja, dass man vielleicht thematische Veranstaltungen machen könnte, wie gesagt, naja, der Diskussion machen. Nee, das bessere Stichwort war, wollen wir uns weiterhin Themen von anderen Parteien klauen lassen, die wir angestoßen haben? Nein, denn mit Verlaub, die Piratenpartei hat Netzpolitik angestoßen und die Grünen verwerten es. Das ist meine Frage. Das war nur das Beispiel. Das ist doch nicht das Thema. Okay. Okay, sorry. So, also ich bin Lothar aus Frankfurt. Ja, wenn schon so die Vorstellungsrunde so sein soll. Also wir müssen jetzt erstmal sehen, worüber wollen wir eigentlich unsere Themen verbreiten. Gerade die Zeitungen, auch sonstige Medien, sind nicht wirklich unabhängig. Auch wenn sie nicht unbedingt zu irgendwelchen Parteien gehören, nur zum kleinen Teil vielleicht zu den Parteien gehören. Sie haben ihre Leserschaft. Über diese Leserschaft wird wieder eine Erwartungshaltung an die Redakteure gestellt. Und darüber kommen wir so schnell nicht rein. Früher war das mal ein bisschen einfacher, da haben wir niemandem wehgetan, da war mal ganz lustig. Da wurde auch entsprechend darüber berichtet. Heute ist es nicht mehr so. Wir hatten früher aber auch einen anderen Weg, unsere Themen zu verbreiten, der inzwischen ein bisschen abhanden gekommen ist. Das sind die ganzen Blogger. Heise hat sehr viel über uns berichtet, was momentan immer noch ist, aber nicht mehr so sehr. Das ist ein Weg, da erreichen wir auch unsere Zielgruppe wunderbar. Und wenn wir darüber im Prinzip generieren, dass irgendein Thema von uns eine Nachricht ist, dann werden auch andere Medien nicht mal drum herum kommen, auch darüber zu berichten. Dass man diesen Weg geht, den direkten Weg, jetzt unsere Themen in die Printmedien reinzubekommen, ohne dass über irgendwelche Streitereien oder sowas berichtet wird, das werden wir so schnell nicht schaffen. Wenn, dann müssen wir den Weg gehen, den wir früher schon hatten, da müssen wir wieder Fuß fassen können. Da denke ich, dass es dann auch wesentlich besser klappen wird. Also ich habe jetzt die Diskussion, weil ich jetzt hier eine Mail geschrieben habe. Du kennst mich doch. Ich bin Matthias. weil ich jetzt hier eine Mail geschrieben habe, die Diskussion jetzt nicht ganz voll verfolgt. Ich kann nur dazu sagen, also ich finde, dass wir zurück müssen, Dinge zu machen, die mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzeugen. Und zwar sowas zum Beispiel wie das Killerschach. Das ist eine wunderbare Aktion gewesen, die wir allerdings meines Erachtens relativ schlecht ausgewertet haben. Wir haben Dinge wie den Nacktscanner gemacht, der uns in die Presse reingebracht hat. Wir haben einige andere Sachen gemacht, die uns in die Presse reingebracht haben, aber die haben wir besser ausgeschlachtet. Wir müssen da ein bisschen organisierter an die ganze Geschichte rangehen und nicht ad hoc einfach sowas vom Zaun brechen, ohne dann noch so das Drumherum hinzukriegen. Und da fehlt es bei uns. Wir machen zwar eine Aktion, aber das volle Potenzial der Aktion auszuschöpfen, das fällt mir immer wieder auf, das geht einfach so vorbei. Die Aktion ist super, aber Vorbereitung, Nachbereitung und zwar dieses Drumherum ist ganz schlecht. Also die Öffentlichkeitsarbeit, was damit zusammenhängt, ist
grottig eigentlich, ehrlicherweise muss man sagen. Also ich bin eigentlich erschrocken, dass wie viel Arbeit reingesteckt wurde in dieses Kielerschach und wie wenig dabei rumgekommen ist. Was soll man denn da machen? Weil ich habe es auch auf der Mailingliste verfolgt, Kielerschach in Gießen. Auswertung. Diskussion wollen wir später. Okay. Das ist ja einfach jetzt mal durchgehen, aber ein bisschen was sammeln. Ja, Christoph hier aus dem Kreis Offenbach. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, wie ich das Thema gesehen habe, dass der Sascha uns jetzt hier den Masterplan vorstellt und danach alles besser wird, aber wir versuchen das jetzt mal einfach zu entwickeln. Grundsätzlich sehe ich da eigentlich zwei Punkte. Ja, das eine, das ist schon angesprochen worden, das sind die geilen Aktionen, die wir einfach brauchen, die einfach die Öffentlichkeit von sich, wo das Interesse von sich aus schon erzeugt wird. Ja, ich glaube, da brauchen wir, das muss ich mit Matthias wieder besprechen, da geht es nicht ums Ausschlachten. Ja. Also ich glaube, das läuft so ein bisschen von alleine. Das Killerschach ist jetzt schon wieder ein Stück ausgelutscht. Ja. Das sehen wir ganz gut an dem Vergleich Nacktscanner-Killerschach. Ja. Nacktscanner hat wunderbar funktioniert, weil es halt einfach eine geile Aktion war. Killerschach, wir finden es geil, ja, keine Frage. Ich glaube, die Öffentlichkeit findet es halt nicht so geil, weil es da einfach nicht so ankommt. Und da müssen wir halt einfach das anders verkaufen oder versuchen, besser zu verkaufen. Und da stelle ich mir die Frage, wie können wir das tun? Wir haben eine Pressemitteilung dazu rausgeschickt, nehme ich an, die Pressemitteilung ist nicht aufgegriffen worden. Das wird wieder eins der größten Probleme sein. Und das ist der Punkt, glaube ich, an dem wir ansetzen müssen. Die anderen schicken auch Pressemitteilungen raus. Warum landen denen ihre Pressemitteilungen in den Zeitungen und unsere nicht? Und ich glaube, das hängt wirklich ganz viel damit zusammen, dass man den Redakteuren einfach nachtelefonieren muss. Ja. Da ist der persönliche Kontakt ist da einfach ganz wichtig. Ich weiß nicht, inwieweit das bei uns im Presseteam gepflegt wird. Ja. Also normalerweise muss der Pressesprecher irgendwie mindestens einmal der Woche in den großen Redaktionen anrufen und sich mit dem Redakteur einfach mal unterhalten, auch wenn es einfach nur mal ein 10 Minuten Plausch ist und hier habt ihr nicht Platz, wollt ihr nicht irgendein Thema. Sind meine 3 Minuten um? Sei es mir gestattet, das hatten wir jetzt erst bei der CSU, die haben den ZDF angerufen. Nein, Spaß. Alles Spaß. Aha. Wir wollten ja, dass was nicht gemacht wird. Genau. Ich glaube, das ist einfach der Punkt, ja, weil wir machen an sich gar nicht so viel anders als die anderen Parteien auch, aber uns wird es nicht aufgegriffen. Und da müssen wir uns einfach fragen, warum ist das so? Und ich glaube, das liegt gerade, was die Presse, die Zeitung, die alten Medien anbelangt, das ist einfach wirklich der persönliche Kontakt, der bei uns ganz stark fehlt. Ja, ich bin der Christos aus Waldeck-Frankenberg. Öffentlichkeitsarbeit ist ein schönes Thema. Problematik ist, ich bin ja relativ klein involviert, was wir momentan machen. AG Öffentlichkeitsrecht, AG Presse sitzt da donnerstags, letzte Woche Donnerstag, mit 3 geschlagenen Leuten. 3 Leute waren da, die sich darum gekümmert haben, was in der Öffentlichkeitsarbeit getätigt wird. Und das waren die üblichen Leute. Also ich hätte auch mit Christian und Jürgen mir irgendwo einen Kaffee in Frankfurt reinziehen können, da wäre das für mich auch okay gewesen. Wenn denn Themen da sind, bitte geht zu dieser AG Öffentlichkeitsrecht, könnt ihr mit Christian nicht, dann ruft Katrin an, könnt ihr mit Katrin nicht, ruft mich an. Christian Hufgart. Wenn Informationen in irgendwelchen KV sind, oder Aktion, nicht einen Tag vorher anrufen, das Presseteam, wir haben morgen eine Aktion, das läuft nicht. Da können das die Jungs nicht ausschlachten. Warum können die es nicht ausschlachten? Weil es einfach an Zeit fehlt, um das in irgendeiner Art und Weise zu publizieren. Oder wenn das nur auf die PPH geschickt wird, wir können nicht von den Jungs erwarten, vom Presse AG, dass sie die PPH durchlesen und alle eventuellerweise guten Aktionen in irgendeiner Art und Weise auszuschlachten. Schickt denen doch einfach eine E-Mail und fragt Leute, können wir da was machen? Ist eine E-Mail? cc@christian-hufgart.de zum Beispiel oder presse@piratenpartei-hessen.de. Ihr vermischt das Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen, also mein Ziel ist es, die AG Öffentlichkeitsarbeit, die Presse AG soll unter der AG Öffentlichkeitsarbeit arbeiten, mit den Social Media, dass es einen Schirm gibt. Dieser Schirm soll darauf hinauslaufen, dass die Leute untereinander arbeiten. Dass die untereinander die Informationen haben. Es bringt ja nichts, wenn der Newsletter-Beauftragte nicht weiß, was der Presse-AG-Typ macht. Und der Presse-AG-Typ nicht weiß, was der Social-Media-Beauftragte weiß. Das soll halt in irgendeiner Art und Weise miteinander arbeiten. Das ist zum einen. Zum anderen, was der Lothar gesagt hat. Die Blogger, wir kümmern uns, es kümmert sich keiner um die Blogger. Es gibt ihnen keine Informationen. Früher war es so, die Blogger haben sich die Sachen von uns
rausgerissen. Heutzutage sind wir, driften wir immer mehr, dass wir diese Politik 1.0 haben wollen. Sprich, wir wollen nur mit der Printmedien schreiben. Die Printmedien sind für den Arsch, weil wir sind nicht die CSU, CDU, SPD oder was weiß ich. Wir haben nicht diese Kontakte. Das ist Politik. Ja, wir sind immer noch die Piraten. Wir haben eine riesige Masse an Leuten, die wirklich also für uns sind, die für uns als Blogger schreiben. Wenn diese Blogger für uns schreiben, dann wird auch die Printmedien, wie Lothar sagte, dann irgendwann wieder für uns aufschreiben. Aber wenn wir uns versuchen, wie die Hure vor dem Herrn dahin zu gehen und zu sagen, ich mache die Beine breit, nimm mich, dann ist das scheiße. Ich bin der Michael Palm aus dem Unwaldkreis. Und sind jetzt schon ein paar Sachen angesprochen worden. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, wenn es jetzt wirklich darum geht, warum sind andere Parteien öfter in den Medien als wir, dann würde ich dir recht geben, weil wir halt weniger persönliche Kontakte dazu haben. Aber das ist für mich nicht die Frage. Die Frage ist ja, wie kriegen wir unsere Themen unter die Leute? Und da würde ich jetzt nicht wirklich auf die Medien setzen, weil die Medien haben kein Interesse daran, jetzt irgendwie tolle Dokumentationen über Parteien zu machen und was sie für Themen haben, sondern die haben erstmal Interesse daran, Sensationen zu bringen. Haben wir jetzt auch gerade wieder bei Tits for Human Rights gesehen. Also ich setze da relativ wenig auf die Medien. Ich habe mir da auch in letzter Zeit selber Gedanken zugemacht, dass auch die Infostände, die wir irgendwie machen, genau wie andere Parteien auch, finde ich einerseits sinnvoll, andererseits, glaube ich, sprechen wir damit auch nicht direkt unsere Zielgruppen an. Also ich glaube irgendwie, wir brauchen neue kreative Möglichkeiten irgendwie. Ich weiß es nicht genau, das ist ja auch ein Grund, warum ich hier bin, aber auf die Medien würde ich eben nicht unbedingt setzen. Normalerweise läuft sowas über persönlichen Kontakt, da kann man am ehesten die Begeisterung rüberbringen und so weiter und so fort, aber mein Problem dabei, diese Themen über den persönlichen Kontakt zu transferieren, ist immer, dass ich die Leute auch nicht mit Politik nerven will. Also, dass ich jetzt gerade bei meinen Freunden und bei meinem sozialen Umfeld jetzt nicht ankommen will und dauernd Werbung machen will für die Piraten, weil... Entweder das oder wenn es dann auf den Tisch kommt, dann rede ich auch gern drüber und begeister vielleicht auch irgendwie. Aber Freunde? Ja, natürlich. Ich gebe mal weiter. Ja, Heinz Ulrich aus dem KV Kassel. Würde mich in vielem Lothar anschließen. Ich denke, die Frage mit den konventionellen Medien ist für die Piraten, wer treibt wen, ja? Ich denke, es gab eine Zeit, da wurden die Piraten ja total gehypt von Presse und Funk und Fernsehen und so weiter. Und das war eine Zeit, da war sozusagen, die Medien reagieren ja auch wie ein Schwarm. Ja? Wenn irgendwo was losgetreten wird, müssen die anderen hinterher. Und dieses erste Lostreten passiert aber durch Aktionen, also durch irgendwas, womit man... Was einfach spannend ist, ja, so was dieses Thema Sensation, sag ich mal. Im Augenblick habe ich oft eher das Gefühl, die Piraten haben das Gefühl, wir müssen aber in die Presse kommen und hecheln der Presse hinterher statt umgekehrt. Und das funktioniert nicht, ja, für uns schon mal gar nicht. Und ich glaube, dass was hilft, ist wirklich auch Spaß an Aktionen zu haben. Also in Kassel haben wir da einige ziemlich kreative Sachen gemacht, die einfach auch Spaß gemacht haben, ja, das macht Laune und das kriegt auch eine Resonanz, das kriegt eine fette, darf ich mal kurz zu Ende reden, das kriegt eine gute Resonanz über die typischen Piratenmedien, also über Blogs und YouTube und sowas, und darüber spülst es dann auch in die konventionellen Medien rein, ja, das, weil die dadurch quasi unter den Druck gesetzt werden, und das ist eigentlich den Weg, den wir gehen müssen. Es ist für uns nicht sinnvoll zu versuchen, ja, Politik 1.0 direkt, ja, es muss für uns andersrum gehen, dass wir sozusagen die Presse treiben mit dem, was wir machen, und nicht hinter der Presse herlaufen, um da reinzukommen. Da würde ich mal ganz kurz mal ansetzen. Weiß jeder, was in Kassel gelaufen ist, was ich wollte gerade fragen, leider. Deswegen wollte ich dich gerade eben unterbrechen, das war der Grund. Also die haben in Kassel eine richtig, richtig, richtig kreative... Kannst du das Mikro sagen? Entschuldigung, die haben... Die haben in Kassel eine richtig, richtig, richtig kreative Aktion gerissen und haben sich auch wie in Gießen hier so wie heißen diese Anzüge, ne? So genau, also so Streicheranzüge geholt, ja. Und haben sich dann hier so
Ferngläser gebastelt, ja, und hatten da einen Stand in der Fußgängerzone in Kassel, wo sie im Prinzip die vorbeigehenden Passanten registriert haben, ja. Vorne an dem Stand stand dran, was stand dran? Verwaltungs- oder auch Registrierungsstelle Kassel 2 oder so, ne? Und die Leute fragten sich alle so, ja, was passiert denn da? Was ist denn hier los, ja? So komische Wesen mit, ne? Und der eine noch eine Antenne in der Hand, ne? Ja, total genial irgendwie. Und die Leute haben sich wirklich auf einmal für das Thema begeistert. Es ging um Vorratsdatenspeicherung. So, was machen Sie denn hier? Oh ja, wir registrieren Sie, ja? Ja, aber warum registrieren Sie mich? Ja, weil wir jetzt jeden registrieren. Aber warum denn? Geben Sie mir bitte Ihre Schuhgröße, ja? Geht Sie doch gar nichts an, ne? So, ah, Sie haben also etwas zu verbergen. Zong, ja? Und das war so kreativ. Damit haben wir es nach Netzpolitik, haben es die Kassler geschaut. Das war eine so dermaßen krass geniale Aktion. Das war wirklich was, wo man sagen muss, Respekt, kreativ bis zum Umkippen. Also das ist einer der kreativsten KVs, die ich kenne, bundesweit. Okay. Wirklich. Die Jungs, die ballern aus nichts. Und Mädels. Aus Mädels, ganz Mädels. Wichtig. Ja. Entschuldigung. Und Mädels, klar, Mädels, ganz wichtig. Franzi, nicht vergessen. Das ist der Hammer, was die machen dort. Also, wie gesagt, höchsten Respekt. Aber ich will nicht weiter plappern, weil wir haben ja hier die Runde. Das finde ich klasse, okay. Um sowas zu verärgern. So, jetzt mussten wir mal ein bisschen kurz umbauen, weil ich derjenige bin, der das Ganze hier auch streamt. Mein Name ist Henning Halfpapp, KV Wetterau. Und wir haben bis jetzt sehr viel über Dinge geredet, wie wir in die breite Masse reinkommen. Da ist sehr viel Richtiges dabei und da kann ich im Grunde auch nichts mehr hinzufügen. Das Einzige, was mir vielleicht noch zum KV Kassel einfallen würde, wenn die so kreativ sind, und das sind sie, also ich habe ja auch ein paar von diesen Aktionen mitgekriegt und diese Vorratsdatengeschichte, die fand ich also auch richtig geil. Sowas sollte man dann vielleicht verbreitern, dass man also sowas gleichzeitig an mehreren Orten macht. Also in Kassel, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt gleichzeitig, vielleicht sogar auch in kleineren Städten und Gemeinden. Wenn man es irgendwie auf die Beine stellen kann. Und da komme ich nämlich jetzt zum nächsten Problem. Und das ist, ich sag mal, die allgemeine Beteiligung. Denn wir sollten nicht nur darüber reden, wie wir Inhalte in die breite Bevölkerung kriegen, sondern wir sollten auch darüber reden, wie wir unsere Inhalte an unsere Mitglieder bekommen. Denn ich sehe hier zum Beispiel jetzt beim Hessen Campus, wir sind heute 50 Leute insgesamt, die hier sind, über den Daumen gepeilt. Wie viele Mitglieder haben wir in Hessen? 1.000, ne? Also das ist noch nicht mal, 2.000. Also nicht wirklich viel, 2.000 mittlerweile, ja. Ne? Also es sind nicht wirklich viele Leute von unseren Mitgliedern hier. Ich weiß jetzt nicht, wie viele über den Stream mitgucken, ich hoffe, es sind viele, aber ich fürchte, es werden auch da nicht allzu viele sein. Und das ist einfach auch das, was ich denke, was ein ganz wichtiges Thema für uns ist, dass wir unsere Leute begeistern, dass die mitmachen und dass die sich auch für solche Aktionen dann mal mit zur Verfügung stellen. Das heißt, dass sie sich da in die Innenstadt setzen mit so einem weißen Leibchen an und sagen, hier, ich registriere sie jetzt, dass die eben auch diesen Spaß dann mitmachen. Also nicht nur die Motivation nach außen finde ich wichtig, sondern eben auch die Motivation nach innen. Zweiter Punkt, den ich noch hätte, wäre, wir müssen natürlich auch den Leuten ein bisschen die Angst nehmen vor der Piratenpartei, denn wir sind anders als die anderen Parteien und das ist gut so und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt Pirat oder einer der Gründe, warum ich überhaupt Pirat geworden bin, weil hier wirklich Tacheles geredet wird, hier wird über Inhalte geredet und wir kommunizieren über eine Vielzahl von Werkzeugen und wenn man jetzt als Außenstehender auf diese Piratenpartei guckt, ich sehe das in meinem eigenen Freundeskreis, die verstehen uns nicht. Richtig. Ne? Die verstehen uns nicht, weil sie das alte Schema halt gewohnt sind, dass es da eine Partei gibt, da gibt es dann irgendwelche Leute, die dann bestimmen, hier geht's lang und alle folgen mir und genau. Ganz super, ganz toll und das wird dann in der Presse dick berichtet. Wir sind anders und wir kommunizieren auf eine wirklich wahnsinnige Bandbreite, also ich weiß nicht, wo ich überhaupt anfangen soll, die Informationen zu filtern, die auf mich einstürmen und ich kenne mich wirklich aus mit der Materie. Ne? Mailinglisten, Twitter, Facebook, was wir da nicht alles an Medien nutzen und alles parallel und gleichzeitig und das schreckt die Leute ab. Deswegen, also diese zwei Punkte würde ich sagen, einmal Aktivierung nach innen, genauso wie nach außen. Und eben zum Zweiten auch den Leuten die Angst nehmen, den Leuten erklären, was sind denn die Piraten überhaupt? Wir sind keine bösen Leute mit Augenklappen, sondern wir sind einfach Leute, die Dinge etwas anders machen, als ihr das macht. Das ist aber kein schlechter Weg. Ich wollte noch zu eben was ergänzen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir der einzige kreative KV sind, aber was auf jeden Fall eine Überlegung ist, ist sowas wie Aktionskits
zu machen, die man sozusagen problemlos weitergeben kann. Also wir hatten für Fracking zum Beispiel auch was oder zumindest eine Gebrauchsanleitung, dass sowas, so eine Aktion möglichst einfach nachbaubar ist von anderen KVs. Und wenn man das sozusagen, wenn alle das machen für irgendwas, was bei ihnen mal gut gelaufen ist, dann kriegt man natürlich auch relativ schnell einen Pool von Sachen, die Spaß machen. Ich finde das total wichtig. Politik muss irgendwie Spaß machen. Wie war denn nochmal die Frage? Ich bin ja ein bisschen später gekommen. Darum. Ist doch egal. Meine Frage war, es geht in erster Linie um das andere, dass wir uns einfach mal darüber unterhalten, so, was können wir machen, um quasi, wo siehst du Verbesserungspotenzial, um quasi unsere Themen irgendwo hinzukriegen, wie kriegen wir unsere Themen wohin und was läuft vielleicht schlecht oder was läuft halt auch einfach gut in diesem Bereich. Ja? So generell die Frage, wie transportieren wir unsere Inhalte? Formen, Typen, Aktionen, warum wir nicht? Musste ich muss auch weitergeben. Ich habe ja auch meine Vorstellung. Also, vielleicht kurz vorstellen. Ja, ich bin Boris aus Frankfurt und hallo. Ich bin Pirat, weil also ich mache ganz viel mit Infoständen, weil es mir halt ganz wichtig ist, auch mit Leuten zu reden und auch denen sozusagen auch im ersten Moment so eine Angriffsfläche auch zu bieten. Das kriege ich jetzt immer wieder mit. Wir hatten zuletzt ja Indekt wieder und dann gibt es natürlich immer so die Hater, aber auch selbst die sind inzwischen nicht mehr so motiviert, weil wir wirklich auf dem absteigenden Ast sind. Und dann gibt es auch immer noch Leute, die jetzt trotz aller schlechten Presse zu uns kommen und das quasi durchschauen und sagen, hier sozusagen, ich finde es gut, wie ihr seid. Und man merkt gerade an dieser negativen Reaktion auch, die von der traditionellen Presse kommt, dass ihr was richtig macht. Sozusagen, ihr habt euch da mächtige Feinde gemacht, aber ich finde euch trotzdem gut und wähle euch, bla bla bla. Und es waren jetzt nicht unbedingt Studenten oder sowas, die das gesagt haben. Also darum finde ich es erstmal wichtig, persönlich mehr Infostände zu haben oder Leute sagen, hier, wir sind die Piraten, weil das Bild, was selbst ich hatte, bevor ich hier eingetreten bin, das sind alles so Kellerkinder, die irgendwie nichts auf die Reihe kriegen, im Internet leben und sowas, weißt du? Ist schon eine Weile her. Es stimmt auch, wenn ich mir 90% der Mitglieder angucke, die man nirgendwo sieht, wahrscheinlich stimmt das irgendwo schon. Aber es gibt eben halt auch fähige Leute, die Ideen haben, die Ziele haben, die eine Begeisterung haben. Und dass wir das auch transportieren, dass wir eben nicht sind wie die anderen Parteien. Somit, wenn ich auch bei mir im Freundeskreis das Wort Partei sage, dann ist alles sofort ohrenflach, so will ich gar nichts von hören und so. Und da sage ich, ja, die sind anders, die sind lustiger Haufen, komm doch einfach mal mit. Und also darum geht es mir erstmal. Und dasselbe natürlich auch innerparteilich. Ich versuche in Frankfurt die Neumitgliederabende immer zu leiten, also zu machen, dass wir da versuchen, die Leute, die eingetreten sind, wo wir gar nicht wissen, warum, zu aktivieren, dass sie vielleicht ein bisschen mehr mitkommen, dass sie erstmal auch wissen, wofür stehen wir überhaupt, ganz blöd gesagt. Nach unsere Ziele, unsere Ideologie mal ganz unwissenschaftlich gesagt. Und wenn wir das haben, so ein Pool an Leuten, die das können, das, also wissen, worum es geht und auch für Aktionen bereit sind, kann man das nach außen transportieren. Und das ist, glaube ich, das, was dann auch am besten ankommt. Wenn du irgendwo stehst und Leute sehen, die Piraten gibt es ja wirklich, dann kann man auch mal nachfragen, weißt du, dann immer wieder, wir haben so einen Stapel an Grundsatzprogrammen uns mal geholt und die gehen weg wie warme Semmeln. Also die sind bald ja, alle. Also bei jedem Infostand super. Also Grundsatzprogramme, die gehen ganze, ja. Die kann man um das Wort schmeißen. Ja. Also, das haben wir ja eigentlich gar nicht. Ne? Nee, nee, den haben wir ja. Habe ich gestern erst wieder zu hören bekommen. Deswegen geht es ja so weg. Ja, aber auch da würde ich mir persönlich wünschen, dass unser Infomaterial noch mehr schöner aufbereitet wird. Also teilweise ist das ein bisschen altbacken, auch das Grundsatz, aber da arbeiten ja viele Gruppen dran. Das ist jetzt auch nicht mein Hauptkritikpunkt. Ansonsten, bei der Pressesache, wie ich denke, dass wir da reinkommen, ja, wir müssen... Wir werden reinkommen, weil wir werden gefragt werden. Das Dauerfeuer wird losgehen jetzt. Sobald unsere Aufstellungssachen durch sind, werden die Kandidaten bestimmt... auch ja, nicht nur gelöchert, die werden als Ziel, weil bis jetzt war das noch relativ soft, wie wir in den Medien behandelt wurden, aber wir haben uns halt mächtige Feinde gemacht und keiner will uns letztlich im Parlament sehen von denen. Die Jungs, die kandidieren, haben eine Zielscheibe auf der Stirn. Also, wobei, Korrektur, Frau Merkel will uns da wahrscheinlich schon sehen, weil wir tendenziell eher nicht hier, aber die Stimmen klauen, sondern das glaubt sie. Nee, das ist schon.
Darum würde ich auch da hoffen, dass da vielleicht ein bisschen Schulungen vielleicht dann stattfinden täten, wie man mit Presse umgeht, jetzt auch für die Leute, die damit überhaupt keine Ahnung haben. Also angedacht ist es. Ja, logisch. Also es ist angedacht. Also ich gebe das jetzt einfach mal weiter, sonst könnt ihr auch wieder, wie wir alle wahrscheinlich, ewig reden. Tut mir leid. Also mein Name ist Herbert Rusche aus Frankfurt. Also mir sind jetzt gerade bei der Vorstellungsrunde ein paar Sachen aufgefallen. Ich würde unbedingt dafür plädieren, dass wir nicht in den Fehler verfallen. Wir sind eine Partei. Wir müssen jetzt viel produzieren, zu jedem Thema irgendwas sagen. Können wir uns durchaus auch erlauben, das nicht zu tun. Weil wenn wir viel produzieren, viel Nichtssagendes, dann passiert es viel eher wie bei der PPH zum Beispiel, dass viel einfach gelöscht wird oder im Papierkorb landet. Von daher würde ich da grundsätzlich mal für Qualität anstatt Quantität plädieren, dass wir wirklich pointiert gute und wichtige Sachen kommentieren und nicht meinen, zu allem was sagen zu müssen, was wir vielleicht zum Teil auch gar nicht können, vielleicht deswegen auch gar nicht sollten. Vielleicht können wir aber zu allem was qualitativ sagen. Ja. Keine Diskussion. Egal. Was mir immer wieder auffällt und was ich einen sehr bedenklichen Slogan finde, das ist dieses Themen statt Köpfe. Also ich würde dafür plädieren, dass wir künftig Themen und Köpfe haben, weil meine politische Erfahrung ist, wenn wir die Köpfe nicht bieten, die wir wollen, dann machen die sich welche. Das Problem ist, also ich aus Erfahrung kann ich das so, wenn ich mal auf die Grünen zurückgreifen darf, kurz. Die berühmtesten Leute heute bei den Grünen sind nicht von den Grünen aufgebaut worden, sondern von den Medien. Die haben sich dann ihre Leute gegriffen und haben dann über die berichtet, ob die was zu sagen hatten oder nicht, und haben ihre Köpfe aufgebaut. Und das wird uns auch passieren, muss uns aber nicht passieren, wenn wir das vorher wissen und wenn wir sagen, wir haben auch kluge Köpfe, die kluge Sachen sagen können, und wir stehen dazu. Also nicht von vornherein dieses kulturrevolutionäre Element, dass wir nur noch als Thema und als Symbol erscheinen, sondern ich würde schon dafür plädieren, dass wir selber bestimmen, welche Köpfe wir haben wollen, weil das wird so kommen. Aber da bin ich wiederum guter Dinge, weil heutzutage ist man nicht mehr so angewiesen auf diese traditionellen Medien, weil es durch das Netz und durch die Blogs halt auch wirklich einen Zugang an die Öffentlichkeit gibt, den die anderen noch nicht so ergründet haben, wie wir das von vornherein hatten. Und das sollten wir weiterhin nutzen und auch ausbauen. Das fände ich ganz gut. Ja, mein Name ist Markus aus dem MTK KV. Also was glaube ich sehr wichtig ist, dass wir, das hast du gesagt, dass wir so ein bisschen strategischer an die Sache rangehen. Also welche Themen wollen wir platzieren überhaupt, dass dieses ganze Spontane da so ein bisschen rausgeht. Spontane ist halt immer sehr kreativ und da kann tolle Sachen rauskommen. Es kann aber auch unter Umständen sein, dass das voll in die Hose geht oder vier Leute danach sagen, ich habe mir jetzt die letzten 24 Stunden um die Ohren gehauen, keiner hat es mitgekriegt und so richtig gebracht hat es halt nichts. Ansonsten müssen wir halt auch versuchen, glaube ich, Kontakte aufzubauen bei der Presse. Das dauert aber auch alles. Jeder, der da auch beruflich so ein bisschen mit drin ist, der weiß, dass man Kontakte, das macht man nicht von heute auf morgen, das dauert Zeit, das ist einfach so. Was mir aufgefallen ist, als der Bernd Schlömer vor ein paar Tagen seine Pressekonferenz da zu den Rücktritten im Bundesvorstand gehalten hat, da ging so ein Aufatmen durch die Presse, hatte ich so gefühlt, weil die zum ersten Mal war das so, dass sie uns greifen konnten. Auf einmal waren wir so wie die anderen auch. Die haben ihre dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen. Er hat gesagt, unser Vorsitzender soll sich mal die Hinweise zu Herzen nehmen und mal gucken, ob er nicht vielleicht auch da seine Schlüsse zieht und so. Und auf einmal konnte jedes lief, wir waren glaube ich auch da beim Morgenmagazin hat berichtet, da hat es berichtet, hier Stern, Spiegel, die ganzen, sie konnten uns greifen. Wir waren auf einmal normal sozusagen.
Und da müssen wir halt gucken, dass wir immer, dass wir so ein bisschen besonders bleiben, glaube ich, und nicht zurückfallen und uns da diesen Themen, wie gesagt, dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit oder sowas waschen. Das muss, glaube ich, nicht sein. Und deshalb müssen wir. Du sagst, es war falsch, oder? Also das war auf jeden Fall falsch, ja. Also dass der Schlömer überhaupt Pressekonferenz gegeben hat? Nee, das nicht, sondern wie er sie behalten. Also das muss man, wenn er sie die nicht angehört, muss man mal anhören. Also fand ich, war einfach fehl am Platz. Muss nicht sein, muss nicht da sein. Also vor allen Dingen nicht so. Ich fand es aber also genau platziert, ich genau auch an dieser Stelle. Nee, aber nicht, also können wir ja nachher mal, aber okay. Ja, hallo, ich bin der Stefan Flint aus dem KV Wetterflausch. Natürlich jetzt relativ schwierig hier als Vorletzter noch neue Sachen einzubringen, deshalb wollte ich mal auf ein paar Sachen eingehen, die vorher schon gefallen sind. Das eine war von dir, Michael, die Frage nach den Zielgruppen. Also ich glaube, da haben wir ein großes Problem. Wer ist denn unsere Zielgruppe? Also ich habe im Wahlkampf zum Bürgermeister in Bad Nauheim mal Leute aus dem Altersheim in Bad Nauheim vor mir gehabt und das war die interessanteste Zielgruppe, die ich jemals im Wahlkampf gehabt habe. Die waren A, informiert, die waren internetaffin, erstaunlicherweise, und da hätte man nie auch nur im Traum daran gedacht, dass das unsere Zielgruppe sein könnte. Ja? Also mit diesen Sachen müssen wir sehr vorsichtig hantieren, wenn wir nicht genau sicher sind, ob das überhaupt stimmt. Ja? Und deshalb sind auch für mich, also für mich ist ganz wichtig, Präsenz zu zeigen, auch auf der Straße. Die Leute müssen wissen, das unterscheidet uns nämlich auch von anderen Parteien, dass wir immer auf der Straße zu finden sind, um mit den Leuten zu sprechen. Und nicht nur im Wahlkampf, wo man sich mal 6 Wochen die Beine in den Bauch steht und mehr oder weniger missmutig da rumsteht, sondern dass wir auch zu Themen und sachorientiert äußern, den Leuten auch mal ein paar Sachen nahebringen, auch mit kreativen Ideen, wie zum Beispiel Kassel, die Veranstaltung fand ich wirklich saugut. Und darüber müssen wir uns Gedanken sein. Die Leute müssen erkennen, wir sind wirklich anders. Das heißt, wir kümmern uns auch um die Leute und wir gehen auch mit denen ins Gespräch. Das müssen die Leute natürlich auch erst lernen auf der Straße, ja, dass wir anders sind, als nur Kugelschreiber zu verschenken. Das andere Problem, was ich bei den Piraten immer noch sehe, wir halten uns sehr, sehr gerne in unserem Elfenbeinturm auf. Wir twittern, wir Facebooken, wir E-Mailen und dergleichen mehr. Aber unsere potenziellen Wähler, die tun das vielleicht nicht in der Art und Weise. Und deshalb müssen wir sie eben auch anders abholen. Da können wir uns nicht unterscheiden von der Altpartei. Die Leute wollen mal was in der Zeitung lesen über das, was wir gemacht haben. Die wollen informiert werden. Und dazu gehört zum Beispiel, auch mal hier nahegebracht, wenn man Stammtische publiziert, dann reicht es nicht nur zu sagen, wir sind bei Willis Papp um 19:30 Uhr, sondern da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man da zu dem Stammtisch zum Beispiel ein Thema vorgibt, dann ist plötzlich der Stammtisch voll. Und wenn man nur sagt, es ist ein Stammtisch, dann kommt keiner. Also das wäre zum Beispiel auch mal eine Sache, wo wir uns grundsätzlich sagen müssen, wir publizieren in der Zeitung unsere Stammtische mit Thema. Und das ist dann auch möglichst vorbereitet, mental, dass man mit den Leuten aber was sprechen kann. Ja. Ein Thema, was überhaupt nicht funktioniert hat bei uns, war, wir wollten Umfragen machen, was die Leute eigentlich so haben wollen. Und das haben wir natürlich publiziert auf unseren Webseiten oder sowas. Rücklauf ist quasi null. Matthias, korrigiere mich, 3 Anfragen in 2 Jahren oder irgend sowas in der Art war das. Ne? Da haben wir so berühmte Postkartenaktion gemacht, wo wir Postkarten mit Freistempel, die man uns zurückschicken könnte, haben wir 1000 Stück verteilt, wo wir schon eine Weisheit ausgerechnet haben, was wir alles bezahlen müssen. Ja. Das waren es, glaube ich, 5 Postkarten. Ja. Das heißt also, solche Aktionen muss man vorher medial ein bisschen vorbereiten, dass man da vielleicht auch mal ein Feedback bekommt. Und was wir generell brauchen, sind bessere Strukturen bei der Verbreitung von unseren Themen. Also ich bin zum Beispiel Kreistagsabgeordneter, ich muss mich in Themen einlesen und dergleichen mehr. Ich habe einen 11-Stunden-Tag, ich habe aber nicht die ganze Zeit auch noch Pressemitteilungen zu machen. Das heißt, ich brauche also auch immer im KV eine Struktur, wo ich sage, okay, ich habe hier ein Protokoll von der Kreistagssitzung oder ich habe hier ein Thema, was ich gerne aufbereiten will, ich habe hier die Struktur von einem Presseartikel, bitte schreibe den lesbar und schicke ihn an die Zeitung. Es ist nicht so, dass man da jetzt unbedingt eine riesen Gemeinschaft aufbauen muss, um da in die Zeitung zu kommen. Man muss nur die Artikel erstmal schreiben. Von allein schreibt sich nämlich nichts. Warum macht ihr denn nicht so ein Pad bei euch in der KV, also in der Mailingliste?
Ja, da habe ich schon gemacht. Also ich habe schon Pads aufgemacht, PM irgendwas, ja. Und dann hast du halt zu einer Sitzung, die in der Vorwoche gelaufen ist, hast du dann eine Woche oder 10 Tage, bis irgendwann mal der Artikel druckreif ist, und das ist einfach zu lang. Das heißt, da muss es jemanden geben, der da mal drüber guckt und sagt, okay, das hat der Fred geliefert am Mittwoch nach der Kreistagssitzung, und am Donnerstag oder Freitag wird das Ding an die Presse geliefert, damit es möglichst samstags in der Zeitung steht. Ja. Habt ihr keinen Pressesprecher? Naja, wir, seit neuestem. Also wir legen jetzt gerade diese Strukturen. Ja. Also wir haben das immer so gemacht, wenn der Sascha im Dienst drin war, hat er auf die Mailingliste gesendet, bis heute Abend 22 Uhr. Wollte ja mal durch. Ich komme zum Ende. Was auch ein Problem ist bei uns, ist schlicht und ergreifend, wer hat es gesagt? Du hast es, glaube ich, gesagt, mit dem, wir brauchen mal eine Gebrauchsanweisung oder sowas, ja? Das ist der Witz. Es steht zum Beispiel im Piratenwiki steht drin, die Gebrauchsanweisung, wie man einen Infostand baut. Ja? Kennt kein Mensch. Geh mal an Infostände und guck dir einen normalen Infostand aus, sieht aus wie Kraut und Rüben. Es steht im Wiki drin, wie das auszusehen hat, mit Schatzkiste, mit mit Decken und bla bla bla, wie das anzuordnen ist, wie man sich am Infostand verhalten soll, alles mögliche. Liest kein Mensch, ja. Das heißt, was nutzt mir da die schönste Gebrauchsanweisung, wenn sie irgendwo im Sumpf des Wikis oder Internets versumpft, ja. Also das bringt auch nichts. Und unsere Aktion, wollte ich jetzt mal zum Schluss sagen, was wir jetzt noch geplant haben zur Vorratsdatenspeicherung, wir wollen einfach mal CDs pressen, wo drauf steht Vorratsdatenspeicherung, und wollten da mal ein paar Themen arbeiten, zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung, aber auch andere Themen, wo man einfach mal Sachen wie Programme und generelle Zielrichtungen der Partei einfach auf eine CD presst und dann als Giveaway weggibt. Das ist vielleicht mal auch ganz nett, wenn da drauf steht Vorratsdatenspeicherung oder irgend sowas. Also einfache Medien, womit man auch mal ein paar andere Leute erreicht. So, dafür, dass ich nichts zu sagen hat, war das jetzt viel. Johannes, KV Bergstraße. Also was ich jetzt sehe, wir sind jetzt hier eigentlich mit der Außenwirkung, wie wir unsere Inhalte nach außen bekommen, aber wir kriegen die Inhalte teilweise noch nicht mal nach innen, weil ich habe zum Beispiel jetzt, ich habe gerade aktuell einen Piraten oder einen Interessenten in NRW in die Partei eingeführt. Der Mann ist schwerhörig, der traut sich nicht zu Stammtischen oder so. Also wir bauen uns selbst innerparteilich auch ziemlich viele Barrieren. Es wird hier und da mal was ins Wiki gepackt, aber es weiß dann keiner, wo es ist. Und auch bei diesen How-To's jetzt hier Infostand. Das müssen wir nochmal in die Partei nochmal stärker. Hier ist da zu finden, dass es mal bekannt wird, weil wir haben so viele Neue dabei, die nicht wissen, wo sie Informationen oder wo sie die How-To's herkriegen. Also da stellen wir uns selbst irgendwo teilweise auch Beine, und das ist dann natürlich auch ein Problem, wie wir Inhalte nach außen kriegen. Du musst doch mal seinen Namen und seine Bergstraße wiederholen. Das haben wir alle nicht gehört. Ach, jetzt aber. Doch, ehrlich ist nicht. Doch. Doch was? Unbedingt? Ja, doch, mach mal den Namen nochmal. Johannes, KV Bergstraße. Johannes und KV Bergstraße. Also, Johannes, da sehe ich allerdings eher den KV selbst oder die Mitglieder vor Ort in der Pflicht, den Leuten, wenn sie neu ankommen, zu helfen und ihnen Wegweiser zu geben. Das ist halt, da ist jeder Pirat von uns gefragt, wenn ein Neuer kommt, zu sagen, hey, komm mal her du, kann ich dir irgendwie helfen, was soll ich dir zeigen? Ja. Also das ist halt eben so der Punkt. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen mitgeschrieben, zumindest so, dass ich an Stichworten und Sachen halt auch raushören konnte, ja. Zur Arbeit der kommunalen Mandatsträger besser verbreiten. Das hatte ja auch Stefan schon gesagt, dass das sinnvoll wäre. Und da sehe ich natürlich einen wichtigen Punkt, weil unsere kommunalen Mandatsträger natürlich effektiv bereits Veränderungen bewirken im Parlament, ja, und eben für piratige Themen dort kämpfen. Ja. Natürlich ist es wichtig, dass wir das eben auch nach außen kriegen. Wir stehen hier natürlich vor einem Problem, dass wir, wenn es gut läuft, halt Fraktionen mit 3 Leuten haben, ja, im besten Fall. Ansonsten Einzelkämpfer in den Parlamenten haben, die wirklich schon überlastet und überfordert sind, ja, mit der Arbeit, die da auf sie zurollt.
Und da ist es natürlich wichtig, dass Leute unterstützend tätig sind. Ja? Veranstaltung mit Experten ist gefallen. Halte ich für eine gar nicht so verkehrte Idee, wenn sich das um unsere Kernthemen handelt. Ne? Wie die Grünen ja gesagt wurden, dass man halt wirklich sagt, so, okay, also wir haben ja grundsätzlich mal kein Problem damit, wenn andere Leute unsere Themen aufgreifen. Gott im Himmel, wenn wir es nicht umsetzen müssen, ist ja auch okay. Ne? Dann kriegen wir aber auch nicht die Lorbeeren an der Wahl. Ne, wir brauchen ja auch nicht die Lorbeeren. Hauptsache das Ziel wird umgesetzt. Ne? Das ist ja, okay. ist ja schon mal wichtig. Aber de facto ist es halt einfach so, dass wir leider Gottes, und zu dieser Erkenntnis muss man vielleicht auch wirklich kommen, irgendwann mal, dass wir schon auch den Einfluss der Parlamente ein Stück weit brauchen, um unsere Ziele wirklich komplett umzusetzen. Das ist bitter. Ich bin immer der Meinung, wir sollten uns auch im Parlament nicht zu sehr anpassen, ja, weil wir der unbequeme Schuder sein müssen, aber wir müssen halt in die Parlamente rein, weil von außen haben wir zwar schon einiges geändert, aber es wird sich nicht alles ändern lassen. Das ist halt das Problem. Ja. Ja, ich mach mal. So, und dann haben wir. Und da ist kurz diesen Schritt machen und anpassen, dass dann irgendwann mal kein Unterschied mehr feststellt, sondern schon noch. Genau. Jetzt haben wir den Bereich alte Verbreitungswege wieder fokussieren, das heißt Blogger, Online-Medien und Aktionen. Also, ich verweise da mal, oder mal anders gefragt, wer ist denn so seit, also vor 2010 schon dabei gewesen? Was kommt das jetzt? Die Gretchen? Doch so viele? Wow, cool. Ich bin schockiert. Wer war vor 2009 dabei? Vor 2009? Vor 2009. Kriege ich im Leben nicht, du lügst. Das glaube ich nicht. Oh, raus das Ding. Nein, Spaß beiseite. Okay, also, ich kenne es halt noch von damals. Wir sind damals, Opa erzählt vom Krieg, Entschuldigung. Opa erzählt vom Krieg, ja. Wir sind halt damals bei der VDS-Demo durch Frankfurt marschiert und haben selbst den Telekom-Laden noch angebrüllt, ja, weil die ja auch zur VDS quasi mit dazu gehört, das Spielchen auch mitgespielt hätten, ja. Und da wurde skandalisiert, aber bis zum Umfallen, ja. Und das war halt schon, also wir haben halt unsere Schaffenskraft auf wenige Themen verteilt, ja, einfach weil wir natürlich auch nicht so viele Leute waren, das ist ganz klar. Das erstreckt sich mittlerweile auf ein breites Feld von Themen, ja, wo sich einfach vieles verläuft und keiner mehr, so zumindest mein Gefühl, bereit ist, wenn es nicht unbedingt sein Thema ist, für das Thema überhaupt was zu machen. Ja, und so verläuft sich halt auch vieles. Ne? Wenn ich nur an die Indekt-Aktion denke, das war für mich ein Stück weit ein Kraus, Informationen aus den einzelnen KVs zu bekommen, ja, um das im Prinzip auch landesweit ein bisschen zu koordinieren zu können. Ja. Das müssen wir in der Zukunft verbessern, weil ich glaube, gerade diese Aktion, Boris sagt es ja, wenn er an den Ständen steht und mit den Leuten spricht, der erreicht er die Menschen. Und jeden Mensch, den du erreicht hast, der redet mit seinen Freunden darüber. Das heißt, du hast Multiplikatoren, ja, die enorm wichtig sind. Ja. Die Blogger, ja, Blogger haben einen wesentlich besseren Ruf als das Printmedien haben. Ja. Gerade in unserem Bereich, ja, in dem wir ja quasi unsere, ich sag mal, Zielgruppe auch sehen, ja. Das nächste ist halt Online-Medien wie heiße, ja. Da sind, und man muss halt auch mal gestehen, wir sind nach wie vor eine IT-Partei ein Stück weit. Wir sind es einfach, wir nutzen das auch als Werkzeug. Ja. Ich finde das auch nicht weiter dramatisch, das zu verleugnen, ja. Natürlich sind wir nicht alle Nerds, aber wir nutzen diese Technik, weil wir sie als wegweisend empfinden, weil wir sie als gut finden. Und wenn ich mal ganz kurz noch einen Satz dazu ergänzen darf, wenn man sich mal anschaut, wer die letzten 30 Jahre die Welt maßgeblich verändert hat, dann waren es die Spinner. Die Nerds. Ja, so. Und genau das ist ja eben der Punkt, was für mich auch ein bisschen diesen Leib dieser Partei ausmacht, dass wir hier Nerds haben, die sagen, okay, jetzt haben wir die Technik revolutioniert, ach, suchen wir uns mal ein neues Spielgebiet, ja. Oh, da ist ja Politik, wunderbar. Natürlich wird das am Anfang ein bisschen buggy sein, wenn wir das probieren, ja. Aber wenn ich mir heutzutage die Geräte angucke, ja, dann muss ich sagen, die sind schon echt gut. Und genau das müssen wir halt auch, glaube ich, wieder stärker in den Fokus stellen. Dass wir wirklich gut sind in dem, was wir tun und unsere Sachen davor. Ich gehe das kurz durch, dann bist du dran. Kannst du das so lange merken? Oder ist es dringend? Nee, ich versuch's. Ich bin zu faul zum Laufen, tut mir leid. So. Red mich laut, das dürfte passen. Was wir auch brauchen, ist eine längere Vorlaufzeit vielleicht für Aktionen. Da ist es halt einfach wichtig, dass wir, gerade wenn jemand wie Spitzer kommt, ja, dass wir sowas früher ermitteln. In Kassel habe ich gesehen, da war doch jetzt dieser Meister hier, der sich fürs BGE einsetzt, ne? Der hat doch da was gehalten. Der, wie heißt er?
Ja, das sind so Sachen, da müssten wir eigentlich stehen, wenn der redet, und müssten sagen, hier, wir sind die es wollen. Ja, ist ja schön, dass der Mann kommt, ja, aber wir müssen im Prinzip darstellen, müssen sagen, ja, will zwar kein anderer, aber wir sind's, ne, so. Und da auch gleich wieder unsere Themen aufmerksam machen, also da sein, wo etwas gegen uns passiert, also gegen unsere Ideen passiert, aber genauso da sein, wo etwas für unsere Ideen getan wird, ja. Und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, weil wir den Leuten dann auch zeigen können, ja, die sagen zwar immer, wir haben keinen Inhalt, aber genau dafür stehen wir, zack, Flyer, bitteschön, ja. Das ist auch unsere Idee, ja. Und, was? Ja, ich bin da radikal, tut mir leid. Ja, also das ist halt so ein wichtiger Punkt, glaube ich. Also das auch mit der längeren Anlaufzeit, dass wir die Presse mit einbeziehen können. Dass wir eben die Aktionsgruppe Kassel vielleicht mit einbeziehen kann, ja. Die dann sich mal einen kreativen Kopf machen kann, was, in welcher coolen Aktion man das verpacken kann, ja. So ein Infostand ist zwar eine schöne Sache, aber das interessiert die Presse nicht. Ja, das ist Infostände gibt es wie Sand am Meer, nur weil da jemand einen Infostand macht, komm, den habe ich letztens am Opt-out-Day erst gehabt, habe ich die Presse angerufen, die sagten dann so, ja, gerade einer von der Presse schrieb, ja, morgen ist Demo des Fröbel-Seminars, das ist so eine Art Schulgeschichte. Also bei uns war das Radio da, würde ich mal sagen. Okay, bei uns haben sie halt gesagt, naja, ja, morgen ist Fröbel-Seminar in der Fußgängerzone, da habe ich gesagt, super, das passt ja, ne? Wir sind übrigens auch da, morgen ist Opt-out-Day, ne? Kommt dann auch gleich bei uns vorbei, schönes Foto mal. Wie, was ist denn das, Opt-out-Day? Ich sage, ja, da geht's hier und da und tralala. Da haben wir einen Infostand. Nee, Infostand, tut mir leid, kommen wir nicht. Ja, also okay. Anfang nennen sie das Mahnwache, das ist noch verschlafener. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall ist das halt schon mal, ne, also wir müssen das halt mit mehr Anlauf und vor allem mit coolen, kreativen Aktionen untermauern, ja, weil da gucken die Leute hin. So ein Infostand, da gehen die halt auch vorbei, ein paar bleiben stehen, die sich dafür interessieren. Aber wenn man wirklich eine coole Aktion macht, wie die Kasseler, ja, und dann auch so ein bisschen das in den Vordergrund stellt und die Leute neugierig macht, dann hat das natürlich Vorteile für uns. Ja? Und eben das bringt uns, glaube ich, auch ein Stück weit wieder in den Inhaltebereich. Dann haben wir gesagt, warum werden Medien nicht aufgegriffen? Ja, das ist natürlich eine Frage, die, glaube ich, auch wieder so ein bisschen damit zusammenhängt. In dem Bereich Medien wollen Stories. Also ne, immer dann, wenn es eine Story gibt, wenn der Bundesbären da sitzt und sagt, hey, es gibt Rücktritte, dann kommen die wie die Geier, weil das ist ja ne, selbst der Fleisch und der Piratenpartei. Ja, in der Sekunde, wo wir aber sagen, hey, wir haben tolle Ideen, da kommt dann keiner, weil Ideen haben auch die anderen, ja, und die sind ja genau. Schon an der Macht. Ja. Wir sollten Killer-Vorstandssitzungen machen. Naja, also ich hab in diesem Bereich, habe ich ja zum Beispiel... Das ist auch nicht als ihre Aufgabe, als irgendwelche Parteien mit ihren Beiträgen zu pushen. Das ist jetzt nee, auch richtig. Die Frage ist halt trotzdem, wie kriegen wir es unter das Volk? Und das, also ich bin zum Beispiel, wir wollen ja jetzt auf Landesebene einen Podcast zum Beispiel einrichten, ja, wo zum Beispiel auch innerparteilich unsere AGs und AKs sich endlich mal vorstellen. Ne? Sprich 15 Minuten darüber debattieren, hallo, mit wem reden wir gerade? Hallo, zu welchem AK gehörst du? Ja, und was habt ihr eigentlich so als Schwerpunkt? Und dann nach dieser halben Stunde wirklich noch einen inhaltlichen Schwerpunkt zu legen, ja, dass wir natürlich auch an Presse verbreiten können und sagen können, hey, lieber Presse-Heini, wenn du gerade mal mit dem Zug von Wiesbaden nach Frankfurt fährst, dann zieh dir das doch mal auf deinem Podcast und genieß dieses leicht verdauliche Format, ja, während du mit dem Zug fährst. Ja? Also das halt auch der Presse darzulegen in einem einfachen Format. Und natürlich können die Bürger und Bürgerinnen sich das auch eben abrufen, ja, und können sagen, hey, das kann ich mir mal reinfahren. Ja? Das ist was für nebenbei. Das muss natürlich auch über Podcast-Portale aufgebauscht werden. Also ne, wir müssen halt überall rein, wo Medien massig konsumiert werden können, die freier sind als die Medien, also als die etablierten Medien, als Zeitungen. Ja. Es gibt ja diverse Podcast-Portale. Ja, aber ich bin gleich durch. Ja, ich eile. Ich habe ja noch die Aktionsgruppe Kassel da aufgeschrieben. Wie gesagt, die müssen wir uns eigentlich warm halten. Und wir müssen vielleicht auch mal ein Verzeichnis für coole Aktionen aufbauen, ja, wo man halt wirklich mal so, ne, wenn wir eine coole Aktion zu Thema X machen wollen, benötigst du ne, einfach ne, das, das und das. Und vielleicht noch eine kurze Anleitung, wie es gemacht wurde, weniger auf Fragen thematisch da einzugehen, sondern einfach nur eine Einkaufsliste da reinzupacken, was musst du besorgen. Genauso wie beim Killerschacht, ne? Was brauchst du? Am besten nach Möglichkeit achtmal hier so, hast du nicht gesehen, Schablonen, die man vielleicht noch ausdrucken kann als PDF, plus Folie, ne? Zong und dass es da ist. Aber wir müssen es halt schaffen, eben diese Dinge so zu verbreiten, dass sie eben bei den KVs ankommen, ja, dass sie wissen, wo sie finden.
Na, ich eine. So, da haben wir Bürgerinnen kennen, verstehen uns nicht. Genau. Die Bürgerinnen kennen nur die Politik 1.0 und verstehen es nicht. Das war ja eben auch das Beispiel mit dem Bundesbernd. Ne? In der Sekunde, wo wir Politik 1.0 sind, ja, da gucken dann alle. Ja. Das Problem ist, Politik 1.0 steht uns nicht. Das können wir gar nicht. Wir sind eigentlich zu doof dazu. Ja. Und deswegen kommt, wenn wir Politik 1.0 machen, nur Scheiße dabei raus, ja, die uns schadet. Ja. Also müssen wir halt nach wie vor wir selbst sein, in meinen Augen. Ja. Und eben das auch leben. Ja. Natürlich ist das schwer. Und wir werden an vielen Stellen dort Rückschritte erleiden. Einfach aus dem Grund, weil eben Menschen das nicht verstehen. Die haben Schema F. Und das ist ja auch ganz normal. Nehmen wir mal aktuell die Piratenpartei, da kommen Menschen zu uns, ja, und die himmeln dann diesen Vorsitzenden da an. Ja? Und dann sagst du so, ist doch nur der Tummei, ja? So, und die kennen das aber so, die haben dieses Stückchen, das müssen ja nicht nur Frauen sein, ne? Aber die haben halt dieses Autoritäre kennen die halt, ja, aus der Gesellschaft. Ja, so, ach, das ist der Vorsitzende, der hat ihr das Sagen, ja, was ja totaler Quatsch ist, ja, aber genau das ist ja das, was man uns von uns erwartet. Man erwartet einen Kopf, ja, der im Prinzip die Aussage tätigt und mal auf den Tisch haut und mal den dicken Larry macht und vorprescht. Ja? Und die Leute verstehen nicht, weil wir es aber auch nie erläutert haben in der Öffentlichkeit vernünftig, weil wir es nie geschafft haben, es vernünftig zu erläutern, wie die Piratenpartei tickt, dass hier jeder im Prinzip ein Kopf ist und jeder für ein Thema stehen kann. Ja? Dass wir eben nicht den allwissenden großen Hans Wurst haben, ja? Der uns den Weg weist, ja? Sondern wir unseren Weg selbst finden. Ja, eben über die Basis. Und das ist vielleicht auch was man vielleicht mal stärker in den Fokus rücken muss, wo wir vielleicht den Menschen auch mehr Erklärungen angedeihen lassen müssen. So, dann haben wir noch, heiße Luft ist kein Inhalt, mehr Qualität. Das war so beim Herbert, habe ich das so rausgehört, ja. Sprich, dass wir eben nicht zu jedem Krempel was sagen müssen, ja, wo wir vielleicht auch gar nicht mal so die Ahnung von haben, ja, was wir im Zweifel aber zumindest mein Gefühl. Das glaube ich auch. Aber gerade deswegen ist es ja auch wichtig, eben auch, und das ist halt auch ein wichtiger Punkt bei Öffentlichkeitsarbeit, ja, wenn dann immer gesagt wird, naja, tut uns leid, haben wir doch keinen Parteitagsbeschluss für. Ich persönlich, und das ist vielleicht auch mal eine Frage in den Raum hinein, würdet ihr was dagegen sagen, wenn zum Beispiel AKX, nehmen wir mal AK Gesundheitspolitik, sich irgendwo hinsetzt und sagt, so, hallo, wir sind der AK Gesundheitspolitik, wir stellen uns heute mal vor in einem Podcast und wir diskutieren über Tralala-Thema sowieso und unsere Zielvorstellung ist, ne, wir möchten das gerne so haben, immer aber wissentlich, und das muss erwähnt werden in meinen Augen, dass es A, ein Expertengremium ist, das aber für diese Ideen und diese Vorstellung noch keinerlei Parteitagsbeschluss hat. Klar, das kannst du auch als Individuum. Ja. Ja, und der AK sind ja immer zwei, drei Leute im meisten. Ja, aber, sind ja nicht aber dürfen sie das? Ja, klar. Ich finde schon, dass sie das dürfen, ja. Schlicht und ergreifend auch darum, weil es ja auch darum geht, innerparteilich zu vermitteln, in welche Richtung bewegen wir uns denn gerade, ja. Und welche Ideen entstehen denn in so einem AK, in einer Fachgruppe. Ob die legitimiert wird, ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber ich finde, du kannst über eben diesen Anstoß auch schon wieder Presse dahingehend begeistern, dass man sagt, und ob es wirklich durchgeht, siehst du, wenn du auf dem LPT bist, ja. So, frei nach dem Prinzip, schau rein und guck, ob es das wird, ob bei den Piraten das Lämpchen angeht, ja. Das ist halt so, deswegen finde ich, wir dürfen das schon vermarkten. Das ist nicht die Frage. Vermarkten ist vielleicht das falsche Wort dafür. Ich vergaß. Das passt schon, ne? Wir können nicht einerseits sagen, denkt selbst und den Leuten das Denken verbieten. Ja, also ich finde halt, wir müssen mit Ideen rauskommen, ja? Weil nur so kriegen sie Raum auch zum Reifen, ja? Und wenn wir das immer nur im stillen Kämmerchen machen, ja, und keiner im Prinzip mitdiskutiert und darüber redet, vielleicht schaffen wir es ja mit einer obskuren Idee auch mal eine Debatte anzustoßen, ja, die uns die totale Masse beschert. Ja. Aber solange wir sie hinterm Berg halten, nur weil sie noch kein Parteitagsbeschluss ist, können Ideen in meinen Augen nicht reifen. Ja, also nehmen wir nur mal das Beispiel, jemand will ein Rad entwickeln, ja, und wir sagen, solange er das Rad nicht entwickelt hat, solange wir keinen Parteitagsbeschluss haben, dass das Rad gut ist, ja, darf es keiner benutzen. Und dabei ist es eigentlich gut, ja. Es ist ja eigentlich genauso obskur, ja. Also da müssen wir halt irgendwie in eine Richtung. Aber das ist zum Beispiel was wir auch mit dem Podcast jetzt erreichen wollen, mit einem Medium. Auf eine besondere Art greifbar werden. Das ist also so ein Punkt. Wir haben ja das Credo Themen statt Köpfe. Ja, und wir haben ja jetzt am Dienstag das erste politische Quartett.
Und im Vorstand ist ja eine lustige Idee reif, der Lothar kennt die ja noch, ne? Wir stellen uns ja, wir stellen uns alle mit Theatermasken dahin, das war so die Anfangsidee, weil dann sind da keine Köpfe, sondern dann sind da Themen, ja, wir nehmen doch ein paar Leute mit. Was ist da, was möchtest du mir damit sagen, Boris? Ich habe da gerade auch wieder in der Pause darüber geredet, wir sehen den ganz mit Schrecken entgegen, sage ich. Wir hoffen, ihr macht das gut. Also ich sehe dem, auch ein bisschen kritisch entgegen, aber ich spiele gerne. Wunsch, also das war nicht unser Wunsch. Das war der Wunsch der, der Presseabteilung. Also die haben uns da schon. Die möchten den Vorstand als Türöffner. Ja. Also die möchten. Um das klar zu sagen, die möchten den Vorstand als Türöffner haben, ja, zu Pressekontakten, um diese aufzubauen. Ja. Wie gesagt, war auch nicht wirklich unser Wunsch. Christoph seiner schon, der sollte jetzt nicht so tun, als wäre es nicht sein Wunsch. Ja. Aber das ist auch egal. Ja, nein, wollen wir nicht. Das haben wir schon oft genug getan. Aber darüber wollen wir halt eben auch Leute außer Cast dann eben in Zukunft auf diese mit Pressevertretern in Kontakt bringen, dass wir eben, wie gesagt, mehr über Themen sprechen. Also ne, diese Sachen haben wir jetzt halt erstmal aufgeschrieben. Was halt wichtig ist, ist, dass wir Leute wieder aktivieren, in meinen Augen, ja. Dass wir Leute dahin kriegen, dass sie mitmachen. Das Killerschach war zum Beispiel eine super Sache. Da waren Leute aus ganz Hessen. Frankfurter. Ja, klar. Gut, aus Kassel habe ich jetzt keinen gesehen. Fulda, Waldeck-Frankenberg, Alsfeld, wo waren sie noch alles her? Also da waren aus aller Herren Wetterau, Fulda, also überall, ja, waren Leute da. Und das war halt auch so ein gefühlter Zusammenhalt, ja. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist halt auch, dass wir wieder lernen müssen, über unsere eigene Kreisgrenze hinwegzufahren. Ja, ich erlebe das ganz, ganz häufig. Ich war jetzt in Groß-Gerau, ich war ein bisschen schockiert über das, was da passiert ist. Da stellte ich dem Beisitzer folgende Frage: Im Odenwaldkreis planen die einen Infostand und brauchen Hilfe. Was machst du? Die Antwort war: Jetzt ist nicht mehr unser Kreisverband. Was interessiert uns da? Ja, genau. Oh, so, das ist natürlich ein No-Go. Ja? Und wir müssen halt da, wo Unterstützung gebraucht wird, auch hinfahren. Ja? Und wenn es halt mal ein paar Kilometer sind, und da ich jetzt eigentlich mit meinem ganzen Gelaber durch bin, mache ich jetzt mal wieder die Runde. Wer möchte denn zuerst? Er sitzt hier schon als okay, erstes. Okay, also okay. Ja. Macht 10 Euro. Okay, gut, dann war's gut, dass ich nichts gegeben habe. Harald aus MKK, also mich kennt keiner. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, deswegen muss ich es erst ein bisschen sortieren. Was ich zum Beispiel jetzt hier meinem Gegenüber sehr gut finde, ist das Aquacorn Gas. Das ist zum Beispiel so eine Aktion, wo wir, denke ich mal, auch rausgehen, mit was wir rausgehen können. Kommunalwahl ist das eine. Kommunalwahl ist eine Wahl der Gesichter nach dem. Landtagswahl hat eine andere Qualität, meiner Meinung nach. Bei der Landtagswahl brauchen wir eine Lösungskompetenz. Das heißt, wir müssen irgendwie die Leute rüberbringen, dass wir Probleme lösen können, dass wir aber auch auf der anderen Seite künftig auf uns noch nicht bekannte Probleme, die kommen können, dass wir dafür im Prinzip die Richtigen sind. Und deswegen finde ich so gewisse Aktionen, um das zu verdeutlichen, ist, denke ich mal, dieses No-Fracking eine tolle Geschichte. Ich hätte zum Beispiel auch für die Motivation unserer eigenen Mitglieder gesehen, ist dies im Main-Kinzig-Kreis sind wir fast 100, aber es sind immer so 7 bis 9 Aktive, immer dieselben, an denen bleibt die Arbeit kleben. Ich muss mich da leider ausnehmen, weil ich auch beruflich ziemlich eingespannt bin, mich nicht so einbringen kann, leider auch nicht die Pressearbeit so einbringen kann. Mir kribbelt es zwar auch in den Fingern, aber ich meine, ich habe nur eine rechte Hand, mit der ich schreiben kann. Und die ist halt beruflich gebunden. Und das sind einfach so Sachen, wo es jetzt halt auch ein bisschen klemmt, ist einfach bei uns das Personal. Wir haben nicht einfach nicht die Möglichkeit. Wir haben auch, wie gesagt, 2 im Kreistag, die sind ja auch wieder eingebunden. Das ist einfach, es ist einfach schwierig. Deswegen wäre es für uns zum Beispiel eine tolle Sache gewesen, wenn man so Aktionen wüsste im Vorfeld, wie Kassel,
Weil das ist auch was, wo ich denke, ich meine, dass man eigene Mitglieder bei sowas begeistern kann. Wenn es einfach heißt, wir haben irgendwie in 3 Wochen Samstag das und das vor, wir brauchen ja noch nicht mal rauszugehen, um was es genau geht, wenn das eine Aktion ist, weil dieser Überraschungseffekt ja auch da sein muss, wo es einfach heißt, wir brauchen das und das und das und 3 Tage vorher wird ja gebrieft, um was es geht. Das wäre was, wo man auch mal Mitglieder wieder begeistern könnte, weil es sind bei uns immer dieselben, die Infostände machen. Und ich habe einfach die Gefahr, dass sich das Ganze einfach so ein bisschen, die Gefahr, dass es einfach so ein bisschen totläuft. Weil es immer dieselben sind, an denen die Arbeit hängen bleibt. Es sind immer dieselben, die ihre Sachen machen. Und wir müssen erstmal jetzt im Vorfeld auch die Landtagswahl sehen, dass wir unsere eigenen Leute mal motivieren wieder und wieder in die Spur bringen, sich ein bisschen mehr einzubringen. Weil dann funktioniert auch dieser Multiplikatoreffekt wieder. Darf ich da mal direkt noch antworten? Also natürlich hängt halt viel damit zusammen, was du halt an Mitgliedern hast, die ja wirklich aktiv sind, ja, weil ansonsten hast du halt wirklich einen ganzen Batzen Arbeit. Aber hier kann man im Prinzip Abhilfe schaffen, ja. Du kannst zum Beispiel, ja, mir eine E-Mail schreiben, ja, und kannst schreiben, hey, wir haben Thema X, wir wollen demnächst was machen, ja, und wir bräuchten mal konkret ein bisschen Hilfe, ja. Dann kann ich nämlich zum Beispiel gucken, kann sagen, okay, du bist aus dem MKK, wer ist denn da rundrum? Und dann kann man da auch einfach, und das könnt ihr auch selbst, mal um Hilfe rundrum fragen, ja, und kann sagen, hey, MKK, das müsste Wiesbaden sein, ne, so die Gegend. Oh. Ach nee, mein Kindskreis war da hinten, Entschuldigung. Ja. Ich hab das mit dem Hochtaunus verwechselt, Entschuldigung. Upsa. Ja, das ist hier in Südhessen, das ist doch, bei uns gibt es nur 4 Landkreise in Nordhessen, das reicht doch auch, ne? Ist wesentlich einfacher alles. So, Spaß beiseite. Aber dann kannst du halt mal in der Wetterau anfragen, ja, kannst mal bei Hersfeld-Rotenburg hier, Fulda anfragen, die sind ja bei euch auch um die Ecke, ne? Und da einfach mal anfragen und kannst sagen, hey, könnt ihr uns nicht mal helfen, ja? Und generell ist auch ganz, ganz wichtig, Hilfe zu holen, ja? Weil man muss nicht alles alleine machen, es gibt immer einen Piraten, der irgendwie mal Zeit hat, vorbeizukommen, ja? Und das trägt ja letztlich auch zur Vernetzung ein. Also wir müssen uns bei allem, was wir tun, mit einer Sache klar sein, wir werden in diesen Landtag nur einziehen, wenn wir alle gemeinsam auf dem Schiffchen fahren, ja? Und in der gleichen Dings rudern, ja? Oh, jetzt habe ich das Wort Landtag gesagt, jetzt geht's rund. Tut mir leid. Ach so, ja, ist ja gut, ich halte ja schon die Schnauze. Ich würde auch nur ganz kurz anschließen, wenn wir gerade bei Wünsche sind. Ja, ja, also ich glaube unbestritten, dass Kassel kreativer Kopf von Hessen ist. Klar, ganz wichtig, dass da eine gewisse Dokumentation stattfindet, dass wir das im Nachhinein die Aktion nachmachen können eben, ja. Aber du hast es eben schon angesprochen, ich finde es viel wichtiger, dass das so frühzeitig kommuniziert wird, dass die anderen das am selben Tag mitmachen können, diese Aktion, ja, dann ist das pressewirksam auch noch nicht verpufft, ja, wir haben das Problem, wenn das in Kassel schon war, dann ist das schon mal raus und dann ist das Interesse vielleicht nicht mehr so da, ja. Und jetzt komme ich zu meinem Wunsch und da komme ich an den Sascha, auch wenn er mir Schläge androht, ist mir egal, du bist politischer Geschäftsführer und von daher mein Wunsch an dich, transportiere sowas und nimm diese Themen, guck, was passiert in Kassel und geh aktiv auf die Kreisverbände zu und sag, hier, macht, ja. Ich muss mal auf die Toilette. Nein, weil du, ich bin mir sicher, du hast die richtigen Connections, ja, du weißt, wen du in den Kreisverbänden ansprechen musst und dann funktioniert das. Deswegen mach das. Also ich gehe da nochmal ganz schnell drauf ein, dann seid ihr dran. Tut mir leid, ich bin gerade direkt. Also wir haben ja jetzt schon Folgendes gemacht. Ich habe ja jetzt schon mal nach den Kreisköniginnen und Kreiskönigen gefragt. Ja, leider erwies ich jetzt doch als leichter Fehlgriff, weil so manche Leute, die da drauf sind, die reagieren nicht auf eine E-Mail. Ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Ja, ich würde gerne mehr sowas transportieren. Deswegen habe ich mich auch darum gekümmert, dass wir diese Index-Infostände, die VDS-Aktion, die wir noch kurzfristig angestoßen haben. Ja, und wie wäre es denn einfach mal mit folgendem Vorschlag? Den nehme ich aus Kassel quasi wieder mit, nur in einem anderen Kontext. In Kassel haben sie das offene Labor. Und ich finde, das ist ein schöner Begriff, ja, um einfach mal kreative Aktionsformen zu entwickeln mit Leuten, die Lust haben, ja, und das vielleicht einfach mal in einem Vierteljahr einmal zu machen, dass man sich wirklich mal 2 Tage irgendwo einschließt, in einem Trüppchen, das Lust hat, weniger in einem Diskussionsstil, sondern einfach sich mal ein Thema packt, also 2, 3 Themen packt an so einem Tag und sagt, was könnte man zu diesem Thema für Aktionen reißen, die auffallen. Du hast den Job, mach das. Ach Leute, nee, also mal ganz ehrlich,
Wieso? Ja, ich sag dir, der Begriff nutzen in einem anderen Kontext. Ja, so. Und du hast den Job, gilt in diesem Fall nicht, weil ich habe noch genug andere Scheiße um die Hacken. Das heißt im Klartext. Aber jemand muss es also organisieren. Und wenn ja. du nur einen Beauftragten das macht, tue ich gerne. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das würde ich natürlich selbstverständlich gerne tun. Nur wie gesagt, ladet nicht alles ab, werdet halt auch selbst aktiv, das ist wichtig, ja. Und wenn wir, glaube ich, heute eins gelernt haben, geht schon mal in die richtige Richtung, dann, dass gerade Aktionen das sind, womit uns Menschen wahrnehmen. Weniger über die Presse, ja, sondern mehr über Aktionen, über Dinge, die wir auf der Straße tun, wo wir uns zeigen, wo wir anwesend sind. Ich meine, dass meine Kerle gerade zu lassen. Du darfst die Beine nicht passieren. Doch. Also, ich wollte nochmal, das fehlt hier auch irgendwo, darauf hinweisen, dass wir bestehende Ressourcen ja noch nicht mal richtig nutzen und immer wieder Neues produzieren. Also ich habe ein wunderbares Beispiel. Bevor die Berliner so erfolgreich waren, gab es einen Mann, den vorher kaum jemand kannte oder wenige Leute kannten, der heute sehr bekannt ist, der alle Nase lang bei mir angerufen hat. Hier, Herbert, du hast doch 3000 Follower. Retweete das doch mal und so. Also richtig, und das hat er nicht nur bei mir gemacht, das hat er bei ein paar anderen Leuten auch gemacht. Wir wollen Namen. Wer kann das gewesen sein in Berlin? Ach so. Christoph Lauer. Ja, aber das sind Ressourcennutzung. Der wollte Sachen raushauen und hat dann konkret Leute angesprochen und hat gesagt, hier, mach mal bitte, hilf mal bitte. Mittlerweile hat er 5-mal so viele Follower wie ich, aber ist ja auch okay. Und das sind so Sachen, wo wir wirklich mal eine Bestandsaufnahme auch machen müssen. Was haben wir für Möglichkeiten? Wen können wir ansprechen? Wer kann uns helfen? Also das einmal diese Nachbarschaftsgeschichte, wie du es schon angesprochen hast, aber auch so Einzelleute, wo wir wissen, die sind hilfreich, die sind im Thema drin, die sind bekannt und haben die Möglichkeit, das dem eine größere Öffentlichkeit zu geben und, dass wir so wirklich das, was wir haben, nutzen. Also, dass wir Potenziale, die bei uns vorhanden sind, stärker auch mit einbeziehen. Mit einbeziehen, auch deren bewusst sind. Und das fand ich beim Lauer natürlich interessant, dass der genau wusste, den kann ich auf das Thema ansprechen und der hat auch eine Möglichkeit, das noch an ein paar tausend Leute weiterzugeben. Deswegen habe ich das nur als Beispiel genannt. Und solche Möglichkeiten gibt es genug, wenn wir die wirklich mal aufnehmen. Und das muss halt jeder Kreisverband für sich machen oder halt im Landesverband schon mal ein bisschen vorsammeln. Ja, also war das jetzt hier auf Topic. Ich möchte sie eher eine Home-Datenbank nennen, ich möchte sie eher Skill-Datenbank nennen. Skill. Ja. As you like. Ja, und dann können wir das mal machen hier. Schau mich an. Also ich wollte auch jetzt nochmal kurz eine Anmerkung machen. Ich weiß jetzt nicht ganz, was er gesagt hat. Ist jemand aus Darmstadt hier von euch? Denn das haben wir jetzt gerade am Donnerstag entdeckt. Ihr habt ja ein wunderbares Organisationshandbuch in Darmstadt, weil wir gerade darum gehen, dass wir das mal verbreiten wollen. Und wir wollen das jetzt sozusagen auch für unseren KV auch machen. Also ihr braucht euch dafür nicht schämen, dass ihr das... Das können die doch selber erzählen. Das ist also der KV hat... Also unser KV hat sich ein Orga-Handbuch geschrieben mit allen Beauftragten und so weiter. Es ist recht umfangreich und bis aufs Kleinste geregelt. Es gibt Leute, die stehen da zwiespältig gegenüber und aber wie gesagt, wir können es gerne weiterreichen. Ja, das liegt auch offen da. Was ich noch anschließen wollte, um da auf die Themen wieder zurückzukommen, mit der Presse. Klar, die Presse stürzt, hat immer noch diese Maschinerie 1.0. Da müssen wir sie abholen und müssen sie dahin führen, wie wir arbeiten. Das könnte man zum Beispiel mit einer Aktion machen, wenn der Landesvorstand sich an verschiedenen Orten gleichzeitig an einem Infostand trifft und über Mumble die Sitzung abhält. Vor Ort, am Infostand. Dann sehen die Leute, so läuft es. Nicht wirklich sinnergiebig sein, weil das Problem ist, da musst du halt erstmal irgendwann im Infostand... Lass ihn doch ausreden. Ja, aber... Lass ihn doch ausreden. Okay. Die Idee ist einfach da, man muss es halt nur planen. Man kann mit Kassel zusammen, ich weiß, dass Kassel-Calden auch eine Fluglärmproblematik hat,
kann man locker mit Frankfurt, Darmstadt und Kassel oder Kalten dann halt direkt ja auch da wieder einen Infostand machen und von da aus ins Netz und live streamen, sodass die Leute sehen, wie wir arbeiten und dass die Themen nicht nur regional betroffen sind, sondern dass es, wie gesagt, auch mehrere Regionen gibt, die es betrifft. Also all solche Aktionen können wir einfach mal machen. Setzen wir uns mal zusammen, vielleicht kriegen wir das hin. Also wir müssen die Presse und die Leute da abholen von dem, wo sie kennen und dann auf das hinführen, wie wir arbeiten. Wir können nicht davon ausgehen, dass die auf uns zukommen und sagen, wie arbeitet ihr, sondern wir müssen den anderen Weg gehen. Michael. Da würde ich gerne mal drauf eingehen. Michael heißt der Matthias. Sorry, Matthias. Okay, also ich möchte nochmal auf diese Aktion, wo wir gerade angesprochen wurde, auf Kassel zum Beispiel zurückkommen. Die Aktion finde ich super. Das Drumherum, was gemacht wurde, finde ich ganz schlecht. Und zwar, das ist die Aktion an sich war super, da gibt es gar keine Diskussion. Dass es nur in Kassel gemacht wurde, ist total schlecht. Und das ist ein Problem, das wir bei den Piraten haben, dass wir punktuell super Aktionen haben, aber diese Aktion nicht weiter verbreiten. Und jetzt müssen wir auf Darmstadt zurückkommen, weil ich hatte eigentlich gehofft, dass dieses Thema kommt, weil ich weiß, in Darmstadt, ich weiß nicht genau, wie es jetzt heißt, aber sag mal, man ist Butzbach 6., 7., 12. oder sowas, oder 8., 9., 12. An dem gleichen Tag ist dieser Welttag der Bestechung, wie heißt der? Korruptionstag. Da gab es in Darmstadt, habe ich gehört, eine super Idee, was man da machen könnte, so mit dem Infostand, so wir kaufen ihre Stimmen oder irgendwie sowas, ne? Fand ich eine super Idee, ist dummerweise jetzt an einem blöden Tag, da werden wahrscheinlich die allermeisten Piraten Zeit haben. In diesem Zusammenhang haben wir in einer intransparenten Gruppe mal darüber geredet, was hält uns denn davon ab, so eine Aktion zum Beispiel in den Kontext einzubinden, dass wir sagen, Anfang Januar, wir machen halt die Korruptionswoche, wo wir einfach sagen, so, wir machen jetzt in ganz Hessen Infostände nach dem Prinzip, was Darmstadt da vorgeschlagen hat. Das fand ich eine super Idee, also mit einem extra Infostand, wo man halt ordentlich angezogen, also mit Krawatte, Anzug und sowas und einfach mal sagt so, wir kaufen, Sie können bei uns Themen einkaufen. Sag ich mal, ich habe das Pad nicht gelesen, ich kenne es nur vom Hören sagen. Sie können bei uns Themen einkaufen, legen Sie uns wieder auf den Tisch, dann vertreten wir Ihre Meinung. Und dann irgendwie noch ein paar Schritte weiter, der Infostand der Piraten, der da über 108e aufklärt und dann mal sagt, ja Leute, ne, wir sind gut mit Saudi-Arabien, Nordkorea und wir haben alle dieses Ding nicht unterschrieben und die sehen da vorne. Ich meine, ihr wolltet das irgendwie im FDP Look und Feel machen. Gut, müssen wir mal darüber diskutieren. Finde ich auch eine total klasse Idee. Aber erstmal Kritik an Darmstadt. Ich habe es durch Zufall erfahren, dass sowas ist. Das müsste auch hessenweit kommuniziert werden. Der Termin ist schlecht für uns. Gut, da haben wir jetzt leider Pech gehabt. Aber man könnte das zum Beispiel, wenn man jetzt einfach diese Woche nimmt und das in den Kontext einbindet, dass man vielleicht samstags Infostände macht und sonntags oder in der Woche drauf, dass man dann Veranstaltungen macht an großen Orten, Frankfurt, Wiesbaden, wo man sagt so, lasst uns doch mal darüber diskutieren. Aber das vorher mit solchen Aktionen macht und dieses ganze Ding heute anfängt zu planen, dass man auch einen gewissen Vorlauf hat, dass das nicht irgendwie so wie so typisch piratisch, oh, übermorgen ist sowieso Tag, da müssen wir was machen, sondern dass wir mal 3 Monate Vorlauf haben und sagen, wir besorgen uns jetzt mal einen Raum, wir schreiben die Presse prophylaktisch an, wir erzählen denen unsere Aktion und wir machen uns vor allem Gedanken, und zwar Gedanken mit Vorlauf und nicht Gedanken auf den Punkt, so heute Aktion oder morgen Aktion und heute fangen wir an zu planen. Das kann es nicht sein. Und dann, denke ich, haben wir auch ein viel größeres Feedback, wenn wir nämlich in ganz Hessen Infostände machen. Dann landen wir nämlich nicht nur bei Netzpolitik, dann landen wir auch in HR oder irgendwo, wenn wir in Frankfurt und überall diese Infostände machen würden. Ne? Aber dafür müssen wir auch das koordiniert machen und nicht immer wieder so, ich habe so eine Idee, wie ich eben schon gehört habe, wie Fredo es gesagt hat, wir machen auch das mit VDS. Und du hast es auch gesagt, wir machen auch VDS. Ich denke so, Leute, bloß nicht, macht das bloß nicht. Dann macht ihr mal hier eine in Offenbach so eine VDS-Geschichte irgendein Wochenende und in der Wetterau wird das dann nur 3 Wochen später gemacht. Ja, das verpufft so ein bisschen, ne? Wenn wir das machen, dann müssen wir diese VDS-Geschichte, die kann man ganz klar nochmal machen. Meiner Meinung nach, die ist nicht so groß ausgeschlachtet worden, die ist regional ausgeschlachtet worden. Vielleicht muss Kassel da nicht nochmal mitmachen, aber wir können sagen, wir haben nächstes Jahr Wahljahr. Wir sagen, setzen uns jetzt einen Termin, wo wir sagen, März, April, da kann man mal wieder, dann ist diese Aktion in Kassel abgeklungen, die haben schon wieder vergessen. Und dann machen wir eine konzertierte Aktion in ganz Hessen, nehmen wir diese ganzen Sachen, kopieren und dann machen wir in der Wetterau, dann machen wir in Offenbach, in Frankfurt, in Wiesbaden, dann machen wir überall diese Infostände. Die Leute sehen uns, fragen sich, was das ist, die Presse sieht, die machen an 10 Stellen die gleichen Infostände nach dem gleichen Prinzip und wenn die Leute keinen Bock drauf haben, dann machen wir halt normale Infostände. Aber die Bock drauf haben, dieses
Prinzip zu übernehmen. Können das dann übernehmen. Und dann kommt das auch in die Presse rein. Dann haben wir eine Geschichte wie die Nacktscanner. Die Nacktscanner waren nicht nur in Frankfurt, die waren in Hamburg, die waren in Berlin. Die waren nicht regional an irgendeinem Popelflughafen, sondern die wurden ganz gezielt in ganz Deutschland gemacht. Und deswegen war das auch dieser durchschlagende Erfolg. Und da müssen wir wieder hin. Aber weg aus unserem kleinen Nischendenken, sondern raus. Wir müssen die KVs vernetzen. Wir müssen das zusammen machen. So. So, nachdem sich der Matthias jetzt quasi ausgeheult hat, Entschuldigung, ja, ist es aber genau das, was ich euch vorher gesagt habe, ne? Also fahrt halt auch raus, ja, fragt in euren umliegenden KVs Nachhilfe für Aktionen, ja, und was oberwichtig ist, ja, Schlag von Hals an Darmstadt an dieser Stelle, ja geil, warum ist das nicht bis nach oben durchgedrungen, bis jetzt? Weil wir haben im Moment intern ein paar Probleme. Ja, scheißt auf eure internen Probleme. Ja, es gibt, Sascha, es muss doch irgendeinen geben. In den KVs vor Ort die Themen abholen. Nee, das kannst du gar nicht. Doch, ich glaube, das kann er nicht. Nein, das kann ich nicht. Das. Ja, dann, nein, dann, bezahl, ja, dann bezahl mir. Dann machst du das. Nee, Leute, also es knallt. Das ist die Bringschuld der KV. Und die sorry, genau, so sieht's aus. Das ist die Bringschuld der KVs. Kann ich sagen, dass die KVs dann nee. Aber es läuft doch nicht. Ja, aber was willst du denn, ganz kurz, was willst du denn machen, ja? Wenn du zig Leuten E-Mails schreibst und schreibst, hey, was geht denn bei euch ab? Und keine Antwort. Du nimmst dein Handy, rufst einmal in der Woche, ja, genau. Ja, und dann sind die auf einmal genervt und sagen, lass mich mit deinem Scheiße. Das klappt nicht. Versuch es mal. Es klappt nicht. Es wäre schön, wenn es funktionieren würde und mir wäre es natürlich auch lieb, weil wir eben die Aktionen brauchen, um auf uns aufmerksam zu machen. Nur, du kannst die Leute zu nichts zwingen, ja? Natürlich versuchst du es. Kommunalen Mandatsträger sind das Gleiche. Ja. Wir haben die auf Listen gewählt. Und was ist das? Was ist der Response davon? Wenn du sie anschreibst, kriegst du nicht, du kriegst nicht mal ein Piep. Du kriegst nicht mal, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Nicht mal das kriegst du. Ja? Und das ist das Problem, was wir haben. Dass die Bringschuld gegenüber der Piratenpartei selbst, nicht mal gegenüber dem Landesverband, sondern gegenüber dem eigenen KV teilweise schon mangelhaft ist. Ja? So. Und deswegen ist es jedes einzelne, es ist nicht die Aufgabe des Landesvorstandes, sondern die Aufgabe jedes einzelnen Piraten, seine Mitpiraten wieder zu aktivieren, ihnen zu helfen, sie zu unterstützen bei allem, was sie vorhaben und eben nicht immer nur dazu stehen und zu sagen, ja, wenn du was machen willst, du hast den Job. Nein, dann helf den Leuten, wenn sie einen Job machen wollen, helf den Leuten dabei, dass sie ihn umgesetzt kriegen. Ich gebe dir ja grundsätzlich recht, aber es ist doch in der Realität einfach nicht so. Doch, es muss, also es ist, es kommt aber doch auf den, es kommt doch auf den eigenen Anspruch an. Das ist eben der Punkt. Wenn dein eigener Anspruch ist, ich nehme das zu Herzen und helfe, ja, und sei es nur, dass du deine Sachen nach oben kommunizierst, da ist uns schon mal geholfen. Da brauche ich schon mal nicht nachfragen. Ja, so, und das ist eben der Punkt. Wir werden ja jetzt bald die Hessenmarine haben. Wir haben jetzt einen Termin. Ja. Aber das Ding umziehen. Mitte Januar bis Mitte Februar in diesem 4-Wochen-Zeitraum werden wir eine Location haben. So, und da wird es dann stattfinden. Vorher geht's gar nicht. Du hast Weihnachtsferien dazwischen. Ja, Leute, Bundesparteitag ist dazwischen. Da ist sonst was nicht anders. Du hast eine Aufstellungsversammlung in den KVs, die Aufstellungsversammlung für Land, die Aufstellungsversammlung für die Bundesliste. Ja. Und dann wollt ihr noch eine Marina machen, also langsam. Und dann kann das Fasching, da sind alle Räume ausgestattet. Leute, wir können nicht mehr sein, aber wir haben noch 5 Minuten. Also wenn du vielleicht gerade noch irgendwie ein Fazit ziehen möchtest, dann müssen wir wirklich aufhören. Aber kurz ein Fazit. Ja, Moment, ich hab, also was von euch erwarten, tue ich erstmal gar nichts, weil ihr seid Piraten. Ich erwarte eigentlich, dass ihr von selbst wisst, was hier was zu tun ist, ja? So, aber de facto wäre das da vielleicht das Result aus dieser Aktion, ja? Wir richten jetzt dieses offene Labor ein, ja? Einmal jedes Vierteljahr, vielleicht auch schneller, ist mir egal, schauen wir mal. Und werden uns da mal so den Terminplan vornehmen, den gibt es ja mittlerweile auch, mit Welttagen und nationalen Tagen, ne, wo auch dieser Antikorruptionstag nämlich eben kam. Und werden dann mal konstatiert hier mal uns um diese Tage kümmern und generell mal unsere typisch thematisch basierten Webseiten, wie zum Beispiel Vorratsdatenspeicher, wie zum Beispiel Index-Seiten und so weiter abklappern, was bei denen vielleicht geplant ist und werden dann Aktionen planen. Werden die frühzeitig an die entsprechenden KVs vermitteln, werden natürlich dann auch hinterher telefonieren. Ein Beispiel an dieser Stelle noch. Vorratsdatenspeicherungstage, ja. Da kriegst du eine Mail auf die PPH gekippt, wo drin steht, ja, das ist ja mal hier, zeigt der Vorratsdatenspeicherung die rote Karte-Tag, ja. Und dann schreibst du, ja super, kümmere dich drum. Was kriegst du als Problem? Ist doch nicht mein Problem. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, macht gefährlich selbst. Ja, sorry. Ja, dass ich mache, das ist für mich, ist das, ich muss auch noch irgendwo von was essen zu kaufen, ja. Und wenn ich den ganzen Tag
16 Stunden Piraten mache, dann habe ich abends keine Butter auf meinem Brot. Ich kann gar nicht ohne euch, das muss euch klar sein. Und das trifft den Christos, das trifft den Lothar, das trifft uns alle. Ja? Und das ist eben der Punkt. Wir können alle nur so viel. Wenn so ein Thema eingekippt wird, 3 Tage vorher. Ja. Ich meine, wir müssen anfangen, auch mal ein bisschen zu planen. Ja, Matthias, bei dir. Ist nicht urplötzlich. Nein. Wir haben keine Weihnachtsfeier. Das stimmt überhaupt. Das wird auch organisiert. Der Sommer kommt garantiert nächstes Jahr. Das können wir jetzt. Das können wir jetzt, was willst du denn jetzt ein Sommerfest planen? Was ich jetzt ein Sommerfest planen will, damit ich dieses Thema weg habe. Damit wir wissen. Aber es gibt doch wesentlich wichtigere Themen jetzt in der Sekunde. Es ist ein Beispiel. Ja. Das ist genau mit den anderen Themen. Wenn wir diese Themen weg haben, ja, dann können wir uns auf spontane Aktionen dazwischen konzentrieren. Die wir mal einfach so ich machen. Dachte, wir wollten keine spontane Aktion mehr machen. Nein, ich will auch keine, aber je mehr wir weg haben, desto mehr Zeit haben wir für andere Dinge. Aber ein Sommerfest ist doch für mich sowas von unrelevant. Das kommt noch dazu. Das ist aber, ja, sorry, aber ein Sommerfest ist für mich in der jetzigen Situation unrelevant, ja, weil ich A, nicht weiß, was bis dahin ist, und B, stellt sich für mich die Frage im Wahlkampf, kann ich das Sommerfest mit etwas Coolem verbinden, was vielleicht noch frühzeitig geplant werden sollte? Ja? Kannst du jetzt schon planen, was im Wahlkampf abgeht? Wenn wir vom Sommerfest reden wie dieses Jahr, dann gebe ich dir recht. Ja, das können wir die Top-Idee. Ja, so. Also das ist eben so der Punkt. Also ich sehe momentan Dinge mit anderen Prioritäten, einer wichtigeren Position. Nämlich jetzt erstmal die Aufstellungsversammlung und die Parteitage zu organisieren. Und dann kann ich mich auch darum kümmern, dass wir ein Sommerfest planen. Also auf der einen Seite sagst du mir, dass du nicht um Dinge kümmern willst, auf der anderen Seite setzt du Prioritäten um Dinge, die du dir kümmerst. Wenn ich mich kümmern kann. Jetzt muss ich ganz klar sagen, ja, du bist gewählt worden, ja, nicht um die Dinge zu machen, sondern um die Dinge zu delegieren. Also such dir Leute, die sich darum kümmern. Jetzt aber du musst das in den Raum reinschmeißen. Du musst die Weihnachtsfeier in den Raum reinwerfen, dass die gemacht werden sollte. Wutzbach wird es wahrscheinlich keine Weihnachtsfeier geben. Hm. Ne? Fände ich auch doof, das ist meine persönliche Meinung. Hm. Aber dieses Ding, Weihnachten, steht nicht urplötzlich vor der Tür. Warum haben wir das im Sommer nicht schon mal angefragt und gesagt, wie sieht es denn aus, Leute? Wer hätte denn Lust, eine Weihnachtsfeier auszurichten? Nee, aber du sagst mir jetzt, ja gut, dann warten wir halt, bis wir kurz davor sind, weil es könnten ja noch ein paar aktuelle Themen kommen, dann machen wir eine Weihnachtsfeier. Die wird mittwochs angekündigt und Samstag ist sie. Aber dann kommen Sachen auf die Mailingliste. Okay. VDS, rote Karte. Ja. VDS, ich kenne diese Aktion nicht. Wenn einer von dir sagt, ja, dann mach mal was, dann ist das auch dein Problem, weil du nämlich die Augen verschlossen hast, dass dieses Thema hätte schon 3 Wochen vor irgendwann angekündigt. Ich habe auch keinen Bock, mich in einer Nacht- und Nebenaktion immer von 3 Tagen irgendwie eine Aktion durchzuziehen. Aber ich jetzt 3 Wochen vorher wüsste, dass was kommt, dann könnte man einfach schon mal anfangen, so, was zu machen. Dann hat man vielleicht auch Leute, aber da bist du doch schon wieder bei dem Problem. Erstens sehe ich zum Beispiel eine Weihnachtsfeier nicht in meinem Aufgabengebiet, sage ich dir ganz offen und ehrlich, die sehe ich nicht im Aufgabengebiet eines politischen Geschäftsführers. Ja, so. Die sehe ich da einfach nicht. Ja? Was für mich jetzt wichtig ist, dass wir den Hessentag gut gewuppt kriegen, da werde ich nächste Woche eine Ausschreibung machen für, ja. Dass wir eigentlich den Beauftragten dabei kriegen, weil der Hessentag für mich aus Sicht eines politischen Geschäftsführers sehr wichtig ist. Dass wir frühzeitig organisieren mit Aufgaben und so weiter. Ja, so. Und das ist eben der Punkt, ja. Letztlich, und das ist immer wieder das, was wir sagen, da ist ein riesen Pad entstanden mit Aufgaben, Wünsche an den LVOR, ja. Und wenn ich mir dann angucke, was im Gegenzug entstanden ist, ja, mit Angeboten an den LVOR, da lese ich so gut wie keinen Namen. Da ist keiner bereit zu helfen, zumindest wenn ich nach dem Pad gehe. Und das muss sich ändern, Freunde. Wenn ihr in den Landtag wollt, dann kommt es nicht auf den Vorstand an. Wir kriegen hinterher aufs Maul mit Sicherheit, ja, ja, wenn es nicht klappt. Aber letztlich hängt es an jedem Einzelnen von uns. An jedem. Ja, das, so wird es funktionieren. Seid mir nicht böse, aber es ist so. Mein Vorschlag, wir haben doch die Ankündigungsliste. Die Halle. Wie wäre es, wenn wir Aktionen, nämlich solche Infostände und Aktionen, die wir landesweit durchziehen können, darüber planen und ankündigen. Wenn nicht, noch schnell die Liste geschrieben aus dem Vorstand, dass wir sagen, wir haben eine Liste und wir nehmen die Ankündigungsliste, um dort gezielt Aktionen landesweit zu planen. Müssen wir schon gehen? Ja. Also, zum Schluss, ich organisiere jetzt was, ich mache mir einen Plan im Kopf und dann geht's los.